Gut, dann setze ich hier mal meinen Cut und. Achso, ja. Ich vergesse immer, dass ich in Sekiro und allgemein From Software Games oder Souls-like mit dem Digi-Kreuz steuern muss. So, fortfahren. Ah, was habe ich denn vorgestern gemacht? Ich habe Affen besiegt. Ich habe mich mit Affen gekloppt. Wobei der zweite Affe irgendwie deutlich einfacher war. Was habe ich jetzt noch hier? Ninjutsu. Verleihungs, Blutrauch. Blutrauch ist vielleicht ganz interessant in Gruppen. Aber ansonsten, ja, das nutze ich halt eh mal aus Versehen, von daher. Verleihungs-Ninjutsu. Also, das war das mit dem. Die Frage ist halt, wie lange das anhält. Verdammt. Es kostet halt 7 Embleme. Damn. Ist mir dann doch ein bisschen zu viel irgendwo. Gut, die drei Dinger nutze ich irgendwie relativ. Oh, das ist relativ oft. Die beiden nutze ich eigentlich nur. Das Ding. Das Ding, in der Theorie ist das bestimmt ganz geil, aber irgendwie, ich sehe kein Damage Gain. Aber egal. Dann habe ich die Quest mit dem komischen Samurai fertig, der jetzt da vorne tot rumliegt. Oder? Okay, er ist irgendwie in den Boden reingerutscht. Entweder das oder seine Knochen. Ja, sein Fleischkörper, seine Knochen sind. Nee, seinen Kopf sieht man dann noch. Okay, es sind Blätter auf ihn draufgefallen. So kann man es auch ausdrücken. Aber er liegt da noch irgendwie. Gut. Ich noch was mal, ich habe mit dem Dickerchen beim Berg, glaube ich, die Quest soweit fertig, würde ich mal sagen. Was habe ich denn noch? Was sagt denn die Figur? Ich glaube, ich habe nichts anderes mehr, außer jetzt hier weitergehen, oder? Drei Gebetsperlen, Erinnerungen, bla, Drachenfeuer, Reflexion der Kraft. Reisen. Vater, Versunkenes. Ne, ich glaube. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich erinnere mich, was jetzt Sache war. Und das gefällt mir ganz gar nicht. Wie viele EP habe ich? Ich hab ein halbes Level. Ach komm, gut. Dann gehe ich jetzt direkt erstmal den Skillpunkt voll machen. Dann habe ich mir noch Zeit, wieder kurz ins Spiel reinzukommen. Reisen. Tiefen. Torf-Mibu, ja genau. Torf-Mibu. Denn da vorne ist ja so ein riesiger Platz. Das heißt, da wird wieder irgendein Boss jetzt kommen. Die Alternative wäre der eine Headless, aber naja. Ich will nicht gegen den vorgehen müssen. Ich, wenn ich nicht muss. Mal, er gibt mir eh keine Perle wahrscheinlich. Der hat mir auch keine Perle gegeben. Diese ganzen Geisterviecher geben irgendwie allgemein keine Geister. Ach, Gebetsperlen. Macht irgendwie Sinn, dass ein Geist keine Gebetsperlen dabei hat. Also, das ist schon sinnig irgendwie. Aber trotzdem ein bisschen blöd. Ne, jetzt habe ich zweimal. Egal. Ja gut, und mein Plan hat sich auch schon wieder geändert. Yay, das heißt, Kurzfassung. Oh, okay, ich sollte mal eventuell mich ducken. Ja, okay. Heißt, morgen gar nicht streamen. Wie eigentlich geplant. Eigentlich wollte ich heute und morgen hoffen, dass ich das Spiel durchbekomme, aber naja. Also so rein zeitlich gesehen, wird aber auch wieder nichts. Ja, Freitag bleibt es wahrscheinlich bei Skyward Sword, würde ich mal sagen. Und den Wochenende habe ich sowieso nicht. Dann habe ich noch. Den habe ich nicht. Dann habe ich. 17, 18. Dann habe ich, glaube ich, 3 Tage frei. Dann muss ich schon wieder einspringen. Und dann habe ich knapp. Ja, gut, 6 Tage, sagen wir mal. Aber in den 6 Tagen, da wird es auch wieder knapp, weil da muss ich von irgendwie 18 Uhr Rhythmus auf 16 Uhr kommen. Das heißt, auf dem Blatt nur 2 Stunden mehr aufstehen eigentlich. Aber eher 2,5. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einmal durchmachen, damit ich dann irgendwie mittags aufstehe. Das heißt, entweder streame ich dann nur morgens oder ich nehme nur auf. Muss ich schauen, was ich mache. Oder ich mache gar nichts. Aber gar nichts will ich halt auch nicht machen eigentlich. Ich gar nichts mache, dann komme ich zu nichts. Ich meine, gut, ja gut, ich könnte einfach dann die Zeit nutzen und morgens einfach Smite queuen, weil. Es geht einigermaßen noch um die Uhrzeit.
dreimal noch. Schließen. Allgemein, ich meine, ich habe auch jetzt gestern ein bisschen viel dann gespielt. Also ich habe gestern auf jeden Fall den Conan-Film geguckt. War ganz nett. Es war auch ein sehr merkwürdiges Gefühl, im Kino zu sitzen, ohne Snacks nebenbei zu essen. Also eigentlich wollte ich mir Sachen holen, aber irgendwie. Das Problem war, es war ein Cinemax, also eigentlich eine Kinoreihe, Kette, whatever. So, bei denen erwarte ich dann schon so ein bisschen Service. Also ich erwarte mindestens genauso viel Service wie unser No-Name-Kino, was dichter dran ist. So, unser No-Name-Kino, bei denen ist es üblich, dass Personal in den Saal geht und Bestellung aufnimmt. So, das ist üblich bei denen. Klar, natürlich, man holt sich, man kann auch vorher das Zeug halt schon holen bei denen. Aber grundsätzlich bringen sie es dann zu den Plätzen hin. So, da ich vorher noch nie im Cinemax war, dachte ich mir so, okay, kommen die jetzt hierher und nehmen eine Bestellung auf und lassen es dann bringen? So wie in unserem No-Name-Kino. Was für mich dann irgendwie normal. Also wenn ein No-Name-Kino sowas macht, dann erwarte ich sowas eigentlich erst recht von einer Kette. So, Ende vom Lied war aber, das Kino hat das nicht gemacht. Ich habe vorher schon geguckt, also so über die Reihen so ein bisschen hinweg. Ohne auch Licht an war. Manche sind halt schon mit Sachen reingegangen, manche sind ohne Sachen reingegangen. Habe ich jetzt eigentlich meinen Skillpunkt? Da habe ich, okay. Ah, ich hab relativ viel Geld. Moment, kann ich nicht reisen? Wichtige Orte. Kann ich nicht direkt meinen komischen Greifhaken da irgendwie, also meinen Speer verbessern? Ich glaube schon. So, da ich ein paar Leute gesehen hatte, die auch nichts bestellt hatten schon, also nichts geholt hatten, dachte ich mir, okay, dann kommen sie hier doch rein. Ja, dann ging die Werbung los, irgendwie 4, 5, ja, Anime-Film-Trailer. Davor gab es, glaube ich, ein, zwei Werbespots für Snacks aus dem Kino, hauptsächlich Eis. Meine Nase läuft nebenbei, das ist gerade extrem nervig. Gut, ja gut. Und dann, nachdem die Trailer durch waren, ich habe schon während der Trailer überlegt, gehst du jetzt nochmal raus und hin oder nicht? Ja, und dann dachte ich so, okay, warte, jetzt fängt der Film an. Und da der Film angefangen ist, habe ich mir gedacht so, naja, nee, jetzt stehst du auch nicht mehr auf. Dementsprechend saß ich gestern ohne Snacks im Kino. Yay. Premium-Sitz besorgen. Mit 3 Euro Aufpreis, aber oh hi. Weggepennt. Cool. Aber keine Snacks holen. Gut, dass ich in dieses Kino nie wieder rein muss, hoffe ich. Solange nicht auf einmal wieder ein Conan-Film da drin kommt, aber naja. Herstellen, an Herstellen habe ich schon. Modul verbessern. Aber braucht nur das Zeug, das kann ich kaufen. Verbessern. Könnte ich auch, aber dafür habe ich kein Geld. Oder habe ich doch Geld? Moment. Habe ich nicht doch. Ich habe doch bestimmt noch irgendwie. Ja, da habe ich wieder 200 zu viel. Ja, komm, nee, dann passt das so. Dann kann das so bleiben. So, ich habe meinen Skillpoint, ich habe Dingens. Also Mistral, Tief von der China, bla bla bla. Dahin, Wassermühle. Achso, stimmt, ich muss übers Wasser unten lang schwimmen. Weil, wenn ich über die Brücke normalerweise gehe, dann kommt immer diese komische Gestalt. Das ist auch so ein bisschen nervig, dass jetzt da andauernd so ein Gegner kommt. Hui. Ich werde sowas von verrecken jetzt gleich. Ich sehe es jetzt schon kommen. Bleibt er da oben drauf? Er bleibt darauf stehen. Cool. Wenn ich mich jetzt da hinziehe, kommt er trotzdem. Nja. Lass mich in Ruhe. Keiner mag dich. Hätte ich nicht schon längst den einen Opa, Opa, sag ich schon, den Außenseiter hier treffen sollen? Ich werde sterben. Große Fläche. Das ist doch definitiv jetzt Boss-Time. Verdorbene Nonne. Hi. Du bist schon wieder ein Geist. Nee, bist du ein Geist oder nicht? Hallo, Schwester Friede. So ungefähr. Definitiv, Schwester Friede. Au, okay, da hätte ich.
Ich hab hier gedrückt. Ich hab hier gedrückt. Au. Ich hasse das, wenn die auf einmal dann so ganz schnell. Ja, das ist gut. Du verlierst deinen Haltungsschaden relativ schnell, kann das sein? Au. Au, das war. Wirkst aber jetzt auf den ersten Blick relativ simpel noch. Wieso verliert die so schnell? Moment, ich will erstmal das Ding jetzt haben. Die verliert irgendwie? Moment. Verliert das Ding, wenn ich drauf trete, viel zu schnell, finde ich. Soll ich doch nur auf die einhauen? Au. Ich vergesse immer, dass ich ausweichen sollte. Aha. Was ist eigentlich. Nur mal so aus Interesse. Was ist, wenn ich jetzt einfach mal angreife? Wie viel Schaden nimmst du? Du kannst. Ich vergesse immer, dass ich. Ja, kannst du nicht einfach wie jeder andere dann. Au. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich drücke übrigens anderen LB, aber okay. Die verliert Haltungsschaden wieder, wenn ich das mache. Was ist denn das für eine Verarsche? Ich fühle mich verarscht. Ja, nee, jetzt machst du sowas. Okay. Muss ich doch gegen dich sowas wie Divine Konfetti nutzen? Aber bist du ein Geist oder bist du. Nee, das hab ich auch Illusionen, theoretisch. Wie bei der komischen Oma aus dem Anwesen. Du hast ein bisschen was von der alten Hexe, die Kikyo wiederbelebt hat. Okay, warte mal. Ich sollte aufhören zu parieren. Die nimmt relativ gut Schaden. Die nimmt relativ gut Schaden, wenn ich angreife. Dass sie nur eine Lebensanzeige hat, verwirrt mich aber. Aua. Okay, gut. Halten Stoßangriff. Klasse. Ja, ist es jetzt so wie Headless und Kram Dingens? Eine. Kann ich eigentlich auch von darüber, damit ich ihn komplett wirklich skippen kann? Ne, da komme ich gar nicht erst ran von hier aus. Ja. Irgendwas muss ich ja gegen ihn machen können. Gegen die Nonne machen kann. Also irgendwas. Was habe ich denn für Items? Ich weiß nicht, will ich die beiden Konfetti nutzen? Will ich es probieren? Was habe ich denn sonst noch? Aalleber. Schockanomalie. Schockanomalie. Ich habe bisher noch nicht einen Gegner gesehen, der irgendwie mich geschockt hat. Ich habe Angst. Habe ich doch schon mal wieder geschockt? Nee. Sagt mir jetzt hier, was ist das Zeug? Selbst denke ich, es ist immer noch so bescheuert, aber egal. Also ich habe ja auch noch Akkus Geiststolz. Was war das mal? Das war so wie das komische Konfekt, nur mit Emblemkosten. Kurze Schadenerhaltung und Vitalität. Eigentlich könnte ich das ja mal versuchen, oder? Ich nutze ja eh so selten. Zeremonietanto. Bonientanto. Was habe ich noch? Ist bei dir.
Also maximal, also Angriff maximieren, dafür meine Sachen halbieren. Ja, nee. Gut, hier ist Konfetti, wenn Option. Knallsamen. Sechs im Lager. Lerchensporn-Samen machen ein lautes Geräusch, wenn man die knackt. Nützlich, um Illusionen zu brechen. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen. Um die Phantome zu zerstören, zur Realität zurückzuholen, muss man einen Schöpfer der Illusion besiegen. Konfetti. Ich versuche erstmal nur mit Akkuszeug. Es muss reichen. Au. Die macht schon wieder um der Scheiße. Au. Sie greift sogar genauso an wie die aus Inuyasha. Also, wow. Moment. Ich hasse das Ding. Ah. Au. Ja, das war es auch mit Akkuszeug. Darum nutze ich so einen Scheiß nicht. Es wirkt sowieso nicht. Ja, das ist ganz. Hör auf, so viel zu verlieren. Das ist unfair. Die verliert viel zu schnell wieder ihre Balken, also wirklich. Es geht im Sekundentakt runter. Habe ich nicht irgendwie. Moment, ich habe doch irgendwas bekommen gehabt, mit dem ich nach dem Parieren. Das funktioniert ja so nicht. Okay. Ich wollte. Okay, eventuell soll ich den. Aha, warte mal. Eventuell soll ich vielleicht ein bisschen mehr spammen damit. Dass ich quasi da aus der Position wieder angreifen kann mit dem Regenschirm. Regenschirm vor allem. Ist der Weg hier unten eigentlich kürzer? Ich habe keine Ahnung. Dürfte kürzer sein. Aber an dem Vieh vorbei muss ich trotzdem immer. Von daher. Wow, okay, das war riskant. Zack. Akkus-Konfekt. Eigentlich, das könnte funktionieren. Moment. Wie oft macht ihr das bitte? Hat die mich gerade pariert? Hab ich das richtig gesehen? Au. Okay. Nee, ich kann aus dem Schlag kann ich nicht schnell genug in. Ich komme aus dem Schlag nicht schnell genug in die Position rein, dass ich das. Achso, ich habe keine Symbole mehr. Ja, gut. Doch, Divine Konfetti. Also, Akkus komplett bringt rein gar nichts. Die verliert viel zu schnell ihre Dingens. Mal gucken, ob sie jetzt einigermaßen mehr Schaden bekommt. Ja, danke für die göttliche Hilfe, die ich rein gar nicht brauche hier, aber okay.
Ist aber, sie ist halt eigentlich sieht die gar nicht mal so schwer aus. Ach, deswegen ist der Weg hier unten gefährlich, okay. Schneller, aber gefährlich. Das ist ja, das da ist ja kein Geist, oder? Das, ich weiß es nicht. Irgendwie. Ich muss einmal kurz hier zum PT kommen. Das nicht wird, versuche ich nochmal die komischen Knallsamen. Ja, und dann gehe ich halt so früh drauf. Pariert mich selber andauernd. Ja, und dann macht sie aus dem Schwung heraus, macht sie die Scheiße halt. Ist mies. Die hat schon ausgeholt und dann macht sie so einen Move. Das hat auch nicht viel mehr gebracht, glaube ich. Außerdem will ich das nicht verschwenden. Öl haben voll Knall. Ja. Die Items bringen halt normalerweise nicht viel. Ist das hier das gleiche wie das komische versteckte Zahn? Achso, nee, ich. Ah. Damit kann ich immer wieder aufstehen. Aha. Stimmt, hat den Einsatz nicht begrenzt. Okay, das ist so ein Ding. Aber das ist, für die will ich das nicht opfern. Nee, komm. Versuchen wir die Dinger. Danny ist da, jetzt krieg ich zweimal göttliche Hilfe ineinander, wenn ich nichts habe. Ist schon richtig Spiel. Ist schon richtig. Sonst irgendwelche Waffen, die sich dagegen nutzen lassen würden. Ja, und jetzt trifft er auch noch. Ist klar. Super, mit einem Trank weniger schon hingehen. So, bist du. Kann man dich jetzt. Nein. Bin zu schnell. Das bringt doch rein gar nichts, wenn ich das. Die verliert das einfach zu schnell. Wie nutze ich. Also nutze ich Items. Okay, das scheint gegen dich irgendwie zu wirken. Aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Au. Ja, das brauche ich halt nicht machen. Das bringt nichts. Da, take this und das und das. Okay. Ja, irgendwie. Mach mal so. Okay, das funktioniert. Die kriegt relativ viel Schaden auf die Anweise. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ja, da hätte ich springen müssen. Ich weiß.
easy ist der Wing Moon geworden auf einmal. Das wirkt allgemein nicht mehr. Aber ihr Balken ist was voll. Ja, 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 komm. Wo ist der Haken? Du hast nur ein Leben. Was? Nee, 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 nee. Irgendwo. Erinnerung verdorbene Nonne. Hä? What? Moment, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Moment. Die hat nur ein Leben gehabt und zählt als richtiger Boss. Ist das noch so ein Affe, noch so ein Affengeschenk oder wie? Also wie hier der Fallschirmaffe. Die Fallschirmaffen. Ich habe mich bisher noch nicht verstanden, warum die so designt worden sind. Ich meine, klar, irgendwie nett, aber trotzdem. In Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer ein Geist des Wolfs, im Geist des Wolfs weiterlebt. Nervig, ja, aber okay. Langsam kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Verdorbene Nonne war die Bewacherin des Höhleneingangs im Dorf Mibu. Verborgene Fähigkeit Mibu Atemtechnik. Die Mibu Atemtechnik ist eine geheime Atemtechnik. Diese latente Fähigkeit ermöglicht das Tauchen und unbegrenzt Atmen unter Wasser. Okay. Entwickelt vom Mibu-Dorfgründer. Diejenigen, die sich der Prozession anschließen möchten, müssen die Mibu-Atemtechnik beherrschen. Ohne sie können sie den göttlichen Drachen nicht treffen. Okay, was ein göttlicher Drache. Haben die davon irgendwie schon mal gelabert? Wahrscheinlich, aber ich habe es wahrscheinlich überlesen. Ich meine, wir haben auch Drachenfäule, von daher. Okay, sie haben von Drachen gelabert irgendwann mal. Cool. Dann heißt das, ich darf jetzt backtracken und in jedes Gewässer, was ich irgendwann gesehen habe, tauchen, um so vielleicht auch an Karpfen ranzukommen. Ja, okay. Es ist schon wieder so scheiße warm. Das fühlt sich immer nicht richtig an, dieses Item. Also jetzt zu erhöhen. Relikt. Verdorbene Nonne trug eine Maske einer mächtigen Wächtergottheit. Sah aus wie eine Uni-Maske irgendwie. Sie war so verschwommen, dass sie fast wie eine Illusion schien. Wieso hat sie die Höhle beim Dorf Mibu bewacht? Angst wurde erhöht. Ja, verschwommen war sie, also Geist oder Dingens. Eins muss das ja dann sein. Ja, gut. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt da rein oder gehe ich jetzt das Backtracken? Ich gehe erst hier rein. Hallo? Guck, guck. Hätte ich nicht irgendwie Blumen suchen sollen? Für Kuro? Oh. Eine Höhlen. Ist das ein Baum? Sieht aus wie ein Baum. Eine Höhle. Der sieht schon wieder so nach Bossbereich aus. Was wollt ihr mir jetzt hier sagen? Wenn in dem Text gerade stand, das war eine Illusion, dann kommt jetzt die richtige oder was? Ich hab Angst. Es sieht aber schön aus, eigentlich so ein bisschen. Wie viel halt, wie viele. Ja, ich trau mich hier gerade nicht weiter rein. Der wird nicht umsonst vorne direkt ein Spawnpoint sein. Dementsprechend, ich gehe erstmal wieder den Skillpunkt auffüllen und dann gehe ich backtracken und gehe mit Leuten reden und keine Ahnung. Wie gut ist Bildhauers? Reisen. Mich hetzt nichts. Hochzeitshöhlentür, what the fuck? Dorf Mibu. Der allseits gute Ort zum Farmen. Auch wenn das so ein bisschen nervig ist. Ich müsste übrigens mal kurz nur was zu trinken holen gehen und mich mal um mein Handy kümmern, weil der schreibt mir gerade schon wieder Kokoro entgegen. Wieder hört man es eventuell dann im Hintergrund, wenn ich rede.
Ich konnte nicht mal den Ventilator am offenen Fenster stehen lassen, auf niedrigster Stufe. Ohne dass man den hört. Das Mikro ist so empfindlich. Es ist ekelhaft. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringen würde, wenn ich da wirklich einen Popschutz vormachen würde. Wahrscheinlich nicht. Das Problem wollte ich eigentlich letztes Jahr gelöst haben mit einer ATX-Karte. Und hier, ATX Voice. Aber danke Corona. Danke China. Danke Reseller. So. Nee, halt, ich will rasten. Dementsprechend habe ich noch keine ATX-Karte und ich habe übrigens gesehen, also ich bin minimal schwach geworden. Also Golem hat einen relativ guten Rechner mit ungefähr den Sachen, die ich wohl so ungefähr haben wollen würde. Nicht, ich sag mal, ich Angebot will ich es nicht nennen, aber sie haben es im Shop drin bei sich. Ich habe geguckt mit den gleichen, also fast den gleichen Einzelteilen oder ähnlichen Teilen, komme ich auf die gleiche Summe, sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, das war sogar ohne Zusammenbau, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, im Endeffekt, wenn ich die Preise so stimmen, dann verlangen sie trotzdem noch 1200 bis 1400 für eine ATX 3080 und das sehe ich nicht ein. Nicht, wenn die normalerweise 700 Euro, ja, 730, sagen wir mal ein Custom-Modell 800 Euro, wenn die 800 Euro als UVP hat, den sehe ich doch nicht ein, 1200 bis 1400 dafür auszugeben. Es sind 50 bis 60, 70% Aufschlag. Ich meine, gut, dann hätte ich das Problem eh nicht vom Tisch, aber. Und ich könnte mich an einem neuen Rechner glücken und fröhlich sein, aber nee. Solange der hier nicht abraucht, werde ich diese Wucherpreise nicht zahlen. Ich sag mal so 900, allerhöchstens vielleicht 1000 würde ich mir vielleicht noch gefallen lassen. Da muss aber ein echt gutes Custom-Modell sein. Eher schon eine TI-Variante, aber die kosten ja so schon 1200. Normalerweise. Von daher. Ich meine, die TI-Variante, die ist jetzt nicht gerade besser. Also. Ja, 2 GB VRAM mehr, aber da ich nicht 4K spiele, brauche ich jetzt auch nicht so viel. Maximal halt 1040p. Und dafür reicht das trotzdem locker. Da reicht eigentlich sogar 8 GB, je nachdem wahrscheinlich. Ohne es jetzt besser zu wissen. Und ja, irgendwie. Die triggert mich so ein bisschen. Dass die ja immer noch so hohe Preise jetzt haben. Klar, es war schon schlimmer, aber trotzdem. Naja, vielleicht wird es ja im Herbst mal was. Dann, wenn ich es nicht mehr brauche, weil es dann wieder kälter wird, aber naja. Gut. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, ich könnte natürlich auch damit rechnen, ich könnte ja den alten Rechner dann verkaufen. Aber, nee. Den Fehler begehe ich nicht nochmal, dass ich mir einen neuen Rechner hole und den alten verkaufe oder loswerde irgendwie. Der wird schön im Regal gammeln und notfalls, wenn ich wirklich Langeweile hab und Stromkosten ignorieren will, dann könnt ihr auch gerne als Rechenmaschine herhalten für Streams, aber naja. Ich sag mal so, der Aufwand lohnt sich einfach nicht. Bei, keine Ahnung, maximal 5 Leuten gleichzeitig, wenn überhaupt. Der lohnt es sich jetzt nicht, einen zweiten Rechner anzuschließen, der dann nur qualitätsmäßig dann herhält, dass das hochgerendert wird. Aber es wäre eine Option, theoretisch. Aber es lohnt sich einfach nicht. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, es lohnt sich vielleicht qualitätsmäßig nicht, aber es lohnt sich halt, das Stream komplett zu verlagern, damit ich die Leistung des neuen Rechners komplett zum Zocken hätte. Aber ja, aber dann, ich sag mal so, ganz blöd gesagt, da ja dann wirklich nur die CPU quasi arbeiten muss, dann könnte ich mir auch für, keine Ahnung, rund 300 Euro, 400 Euro. Einfach neues Mainboard und einen aktuellen AMD-CPU ja, leisten und verwurstel das dann irgendwie in einem alten Rechner. Das wäre auch eine Option. Da kriege ich also wirklich nur Mainboard und Dingens gut geliefert und ja, Arbeitsspeicher passt dann so. Grafikkarte braucht er ja auch nicht eigentlich. Und geschweige denn irgendwas dazu gehört. Also habe ich schon, ich habe schon, gut. Reisen, so, welche Leute habe ich damit re zum Reden? Da habe ich den Opa, da habe ich die drei, da habe ich die.
Weiß habe ich erst geholt, aber ich guck mal, ob die trotzdem jetzt irgendwas hat. Parierkette. Das Parieren erzeugt man nicht immer den Angriff des Feindes. Kontraangriffs folgen. Ja. Hi. Okay. Wie viel habe ich davon? Oder ist das jetzt das Quest einfach für Sie? Achso, ich habe auch eine Tarotkarte. Die Tarotkarte wäre schon sehr wertvoll. Also wäre schon ihrer würdig, aber. Ja, es ist halt ein Questgegenstand. Also den ich bekomme von der Quest. Das will ich ihr nicht geben unbedingt. Oder will sie auch gar nicht. Eine auffällig rote Kaki auf dem Höhepunkt ihrer Reife, die Tarotkaki, erhöht für begrenzte die Erholungsrate der Erhaltung enorm. Auch wenn man angreift oder Schaden nimmt. Aha. Die Ashina-Taro-Truppe wachsen mit diesen Früchten auf und kennen alle den besten Zeitpunkt, um sie zu pflücken. Ermöglicht für begrenzte Zeit die Haltung Erholung, auch bei Angriffen oder wenn man Schaden nimmt. Ashina-Kaki sind besonders nahrhaft, vielleicht weil die Bäume so in so reinem Wasser wachsen. Kaki werden zu Blut. Aus Blut wird Reis. Kann Menschen helfen, denen es an. Oh. Darum will sie Kakis haben, kann das sein? Den Reis, den sie da irgendwie in ihren Handflächen generiert. Generiert sie aus ihrem Blut, weswegen er auch heilig ist. Sie leidet also jetzt gerade an Blutmangel. Und wenn sie eine Kaki ist, dann werden die wieder zu Blut. Okay. Welche Kaki gibt er ihm ihr jetzt? Kaki geben. Ich hoffe, er gibt ihr nicht die Taro-Kaki. Kaki da. Wie, das war die Tarukaki. Das ist eine Trophäe. Ich hab doch noch Reis. Okay. Reis für Kuro. Ach, das ist ein. Also, das ist ein anderes Item. Das flackert irgendwie ganz komisch. Hier? Reis aus der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Das lenkt mich ab. Er sollte ein Geschenk für Kuro sein. Der Reis ist wertvoll. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass es dem göttlichen Erben besser geht. Kuro würde sich darüber freuen. Warum flackert das so? Damn. Okay, ist das jetzt der gleiche? Habe ich jetzt zwei verschiedene Items bekommen? Ne, ich habe Reis bekommen und ich habe auch noch Reis für Kuro. Okay. Gut. Sind hier, ne, hier sind, glaube ich, das Wasser ist so flach. Hier sind kleine Karpfen drin. Die Halle der Illusion. Am besten renne ich nochmal von ganz Anfang des Spiels bis zum Ende des Spiels durch, oder? Ach, halt. Ich dachte, das wäre der Ausgang. Moment, ich bin hier falsch. Hört man, ich weiß nicht, hört man Conan im Hintergrund? Man hört Conan bestimmt im Hintergrund. Aber wie gesagt, ich wollte eh noch trinken holen, von daher. Reisen, dann Laboratorium, Kuros Zimmer. Ich gehe mal ein kurz trinken, besorgen und kann dann abschalten. Und mich darüber wundern, warum mein Mikro nicht mutet, aber ich habe den Fehler gefunden.
Ich hab's sogar geschafft, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Am Bett stand noch was zu trinken. Dann brauche ich ja gar nicht rausgehen aus dem Zimmer. Aber das Trinken ist bis warm. Verdammt. Ja, warte mal, war hier oben noch irgendwer? Hier oben war, glaube ich, keiner. Nö. Emma, habe ich irgendwas für dich? Okami-dono, yokuzo mairaremashita. Übelster? Nein. Dewa, mata. Ah, doch, oben war doch was. Oben war der Opa. Ich gehe jetzt zum Opa hin. Weg. Hui. Können wir von hier eigentlich da runterspringen? Eventuell. Also ich. Hier sind ja nicht solche kleinen Gucklöcher. Wand loslassen. Aber was? Kann lauschen? Aha, wer oder was hat er jetzt? Das ist interessant. Okay. Er redet mit sich selber. Was war eigentlich unfür Typ nochmal? War eigentlich irgendwie. Ihr seid hier zu mehreren gewesen. Seid ihr Special Gegner? Ne, ihr wart keine Special Gegner. Ihr wart. Okay. Ihr seid nur das Dreiergespann. Ach, ist doch schön, wenn ihr alle so schnell down seid. Das ist voll die Genugtuung. Ich überlege, was ich hier für Probleme hatte am Anfang. Die haben viel Schaden gemacht. Und ich habe nichts ausgeteilt. Und jetzt. Nur aus Prinzip. Nur aus Prinzip. Hallo Opa. Also, okay, das sagt noch nichts Neues. Wenn ich jetzt bei ihm. Moment, kann ich? Kann ich dann eigentlich alle Leute belauschen, wo eine Wand in der Nähe ist? Moment. Komme ich hier nicht wieder rein? Okay, das ist eventuell weit weg. Kann ich. Ich auf irgendeine Art und Weise belauschen. Nö, irgendwie nicht. Nee. Kann ich ihn belauschen? Für irgendwas muss doch da auch diese Wand dann hinten sein, oder? Oder war da nur ein Item? Das ist, wenn ich jetzt hier hingehe. Sie sieht mich nämlich nicht mehr. Wenn ich. Irgendwo von hier aus lauschen? Nee. Okay. Achso, ich kann mein Schwert gar nicht erziehen. Ich kann die Wand gar nicht weghauen. Okay. Was ist, wenn ich mich da hinhaue? Ach. Ich kann wirklich Kuro belauschen? Okay. Okay, was habe ich jetzt irgendwie anderes hier erwartet? Aber warte mal, wenn ich mich hier hin. Nee. Ich will wissen, ob ich sie auch. Kann ich sie von irgendwo her? Kann ich von oben? Vom Dach hier aus irgendwo? Ach, jetzt ist sie auch nicht geladen da. Aha. Irgendwie, das funktioniert offenbar nicht so. Okay. Kann ich immer nicht belauschen.
Wie komme ich wieder rein? Ich nehme einfach mal das Dach. Boah. Gut, Kuro, ich abreiße dich. Take it. Modottaka, Okami. Hoi. Kuro Samani, Azukari Mono ga gozaimasu. Azukari Mono? Kore wo. Kore wa Kome ka? Hoi. Senpouji no Miko ga Kuro Samani to. So ka. Sore wa arigatai. Yoki Kome to mieru. Jitsuni tsuya tsuya shite oru. Kamu to amo gozaimasu. Kamu? Okami yo. Kome wa taite tabeta hou ga umai zo. Ho. Sonata, amai mono wa suki ka? Nan demo tabemasuru. Naraba, kirai dewa nai no da na. Yoshi. Sonata ni yoi mono wo tsukutte yaro. Yoi mono to. Er kann kochen? Sore wa otanoshimi ja. Wir fressen den Reis echt einfach so. Gott, sind wir pervers. Aber zumindest wissen sie, dass man Reis kocht. Itadaita okome de sonata ni yoi mono wo tsukutte yaro. Yoi mono to. Okay. Halt, da waren andere, da waren Sachen. Oh, die hab ich glaube ich schon gelesen, oder? Moment. Ja, ja. Sakura-Baum, Blumestein, okay. Gut, also ihr habt auch nichts Neues. Gut, dann gehe ich jetzt Karpfen sammeln. Das klingt so bescheuert, aber ich mach's einfach mal jetzt. Da gab's kein Wasser. Hier gab's auch kein Wasser. Umlandmauer, fahrt zum Tor. Nee, ich glaube, Wasser gab's hier nicht. Bei der Treppe gab's auch nichts. Ach, hat der komische Händler eigentlich mal irgendwie neue Sachen im Angebot? Also ich weiß zumindest mittlerweile, dass ich seine Questreihe nicht abschließen kann mehr. Weil ich dafür schon aus Versehen, Anführungsstrichen, also, ja, ich wollte die Quest machen, aber ich hätte lieber die Quest hier gemacht wahrscheinlich. Rein belohnungstechnisch, aber naja. So, auf jeden Fall sitzt es noch unten. Hi. Hui. Maido donna. Sa. Kaufen. Er hat echt nichts Neues. Okay, das ist traurig. Was zum? Hallo, kleines Hühnchen. Auch manchmal wieder seid ihr Raben. Ihr seid Hühner mit Identitätsstörung oder Raben mit Identitätsstörung. Irgendwie sowas. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Habe ich hier noch einen Boss? Ne, hab ich nicht. Weisen. Tal unter der Brücke. Dürfte nichts sein. Burgtor dürfte auch nichts sein. Da auch nicht. Okay, Ashina Burg. Da ist Wasser auf jeden Fall. Da ist definitiv Wasser. Das heißt, da könnte was sein. Wobei das auch nur so ein kleiner Trickstümpel ist, von daher. Hui! Unterwasserbewegung, wett. Imibo atmet sich nämlich, die unter Wasser zu atmen. So kann man unbegrenzt unter Wasser bleiben. RT abtauchen, LT auftauchen. E mit L unter Wasser spurt. Aha. Abtauchen, auftauchen. Abtauchen. Kann ich auch einfach auf dem... Nein, ich kann nicht auf dem Boden laufen. Aber so kommt... Okay, aber so komme ich... Nee, ja, nicht ganz... Also es gibt bestimmte Level, wo ich... okay. Es gibt bestimmte Levelbereiche, wo ich hin kann. Okay, es gibt Unterwasserlabyrinthe, fuck.
Okay, hier gibt es schon mal Schatzkarpfenschuppe. Okay, es gab zumindest keinen Karpfen direkt hier, aber es gab eine Schuppe. Wo jetzt hier hin? Das gefällt mir jetzt gerade ganz und gar nicht. Krasse Unterwasserabschnitte. Hasse es. Was zum Teufel bin ich jetzt denn? Ach. War hier. Nee, oder? Ist es das Gebiet hinten? Kenne ich das hier nicht? Doch. Da ist die Tür. Die können wir mal nicht sagen, dass da unten nichts ist, oder? Moment. Muss doch irgendwas sein. Sonst würden sie doch hier nicht so einen Weg unter Wasser machen. Ja, ja gut, würden sie schon, aber... Grundsätzlich... Vielleicht noch Wege nach oben, andere? Nö. Was eigentlich, wenn ich hier hochtauche? Nö, hier ist auch nichts. Da vielleicht irgendwo oben was? Gerade Gegner. Wann und wo habe ich Schaden genommen? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Okay, gut. Ist hier noch was? Nee. Gut, dann gab es hier eine Schatzkarpfenschuppe. Na, komm. Nein. Ich will da hoch. Ah, warte mal. Komme ich hier überhaupt wieder hoch jetzt? Spiel. Ich glaube, ich kam hier wieder hoch. Es könnte aber jetzt eventuell schwer werden. Moment. Nee. Komm ich dann wieder hoch? Verdammt, come on. Ich bin auch damals hier auch wieder hochgekommen, oder? Oder war ich damals gar nicht hier drunten? Da ist da wer gestorben. Oh, kann ich da drauf stehen bleiben? Tatsache. Ich kann hier drauf stehen. Aber ich kann nicht vernünftig abspringen. Gut, dann gehe ich jetzt halt ganz da hinten wieder hin. Oh, oh. Oh, cool. Jetzt nehme ich mal einen Speedboost. Dann halt den Weg. Was wäre gewesen, wenn ich da runtergefallen wäre? Weil die Tür damals nicht aufgemacht hätte. Wobei, die wäre wahrscheinlich auch von außen aufgegangen, oder? Gibt es noch irgendwo Wasser? Ist in dem... Moment. Hinten gab es doch... Ja doch, hinten im Palast gab es noch Wasser. Da war ja auch eine Brücke. Da hinten ist ja auch noch Wasser. Oh. Hey, ich will jetzt nicht mit euch spielen. Gib ihn weg. Hui. Wow. Da hinten bei der Arena. Hi Leute, tschüss Leute. Zack. Hui. Ach, wie schön schnell ihr einfach Schaden nimmt. 43 EP. Aua. Seht ihr schon, wie es zu sehen? Wie wenig das ist.
So. Gibt's hier noch was? Tatsache, hier ist irgendwas. Mibulang der Seele. Gut, das hätte ich mir sparen können. Und hier ist einfach nur wieder die dunkle, böse Magiergrube. Wo ist denn meine Dingens davon irgendwo? Zack. Jetzt so hier schon lang renne. War da auf dem Weg irgendwo was nach unten hin? Da hinten gab es noch einen Wasserweg Richtung Berg. Am besten renne ich mal überall lang, um nach Wasserflecken zu gucken. Und wenn es nur ein kleines bisschen Wasser ist. Zack. Oh, ich denke mal, dass ich noch mindestens noch 2-3 Streams brauchen werde wahrscheinlich. Also heute werde ich jetzt relativ viel Backtracking noch begehen. Kann ich was lesen? Hier liegen die Vasallen des Ashina-Clans, hingerichtet nach der großen Rebellion. Mögen ihre Seelen ruhen. Aha. Okay. Ach nee, stimmt. Ah, das war ja der Weg. Die Jauchegrube. Da oben ist der eine Typ. Okay, da oben ist nichts. Und hier ist, genau. Hier müsste jetzt ja Wasser sein. Waren hier nicht sogar Unterwassersachen? Große, böse Fische. Irgendwie habe ich Angst. Ihr seid keine Karpfen. Nein, falscher Knopf. Leichter Geldbeutel. Leichter Geldbeutel. Aha. Oh, hier ist ein... Okay. Den normalen Weg hier lang. Könnt ihr weiter runterkommen? Ich kann weiter runterkommen, cool. Ich kann, okay, ich kann unter Wasser keine Prothesen nutzen. Interessant. Ist es interessant? Irgendwie hätte ich jetzt gerne Eisenstiefel. Also ich kann auch nach oben und unten schwimmen, wenn ich einfach die Kamera ändere, theoretisch. So ein bisschen. Oh, okay, Moment. Nope. Da ist erst was da gerade zu Ende. Dann würde ich jetzt gerne wissen, was da in der Ecke ist. Höher kann ich nicht. Wie viel? Mhm. Okay. Mibulang der Seele. Hopp. Hier geht, was ist denn das hier? Ach. Jetzt. Also ist das da vorne der komische Chirurg? Beruhigungsmittel. Dosakus Notiz. Eine Notiz der Chirurgen Dosaku. Meine Schüler haben mich wegen Dogen verlassen. Unwillig die Hände schmutzig zu machen, haben mich alle für diesen scheinheiligen Quacksalber verlassen. Soyun, mein letzter Schüler. Selbst wenn ich sterbe, muss die Forschung weitergehen. Vollende das Erfahren zum Wohle Ashinas. Dosaku. Hängt ja mit deren Story dann zusammen, oder? Gilt, ist das ekelhaft da vorne. Ich meine, es ist eine ekelhafte 2D-Textur, doch mal abgesehen. Die einfach nur sich ein bisschen bewegt, aber trotzdem. Oh, es ist ekelhaft pervers. Shinobi no Okata. Shisai wa owatashi shita kami yo. Yokei no koto wa tagai ni shiranu ga yoi to zonjimasu. Okay, cool. Du sagst jetzt nichts dazu, dass ich hier auf der anderen Seite stehe? Hm.
Hi. Okay, irgendwie langweilig. Hätte ich die Tür auch von außen öffnen können? Eventuell. Okay, dann raus hier. Lasst mich in Ruhe. Aber hier war auch noch ein Händler. Hat der irgendwas? Gokuyo. Ja, was hast du so? Oh, du hast doch ganz viele Sachen. Oh. Oh. Ich bin entzückt. Kaufen. Eigenballon. Hügelchen. Zack. Und das Säckchen. Jetzt und Drachenmoment habe ich schon gekauft, okay. Was macht der eigentlich mit dem Geld? Lagen die Matratzen hier vorher schon? Reisen, Aschineburg, okay. Da unten war ich. Warte, Moment. Altes Grab, das war auch die Ecke da hinten. Da müsste ja vielleicht auch noch was sein. So. Wobei, es ist schon zu weit, oder? Oder nicht, oder doch? Wegen der Items? Habe ich da. Ach, ich war ja auch noch Händler. Ich habe da letztes Mal Items liegen lassen. Was geht mit mir denn ab? Wow. Hi. Yo, Omega. Mata nanika irio nano kai? Etwas kaufen. Ach, ich habe mich da gekauft gehabt, genau. Kompanie für das Lopf, bla bla. Wie Kampfkunst, aha. Umrichtung eines Gegners, der in der Luft sein Deck von einem ermöglicht einen mächtigen Todesschlag. Also, okay. Sate to, okage-san de. Staku niya ju bochi bochi doko e da. Kongo san no senpouji. Saikin kono hen wa tomi ni nezumi ga ooi. Kina kusaku natte kita kara yo. Chitto yaboyo wo sumasete okite no sa. Okay, hat jetzt. Warum hat er ausgerechnet jetzt einen neuen Text gehabt? Ich habe ihn doch eh schon leer gekauft gehabt. Okay, Ratten waren doch hier diese komischen lila Typen. Angeblich. Der haut zum Berg ab. Kann man ihn am Berg dann auch treffen? Oh, scheiße. Gut, jetzt sind aber super. Keramiksplitter. Gatschins. Wieso habe ich die Items nicht eingesammelt damals? Au. Oh, ist das niedlich. Handvoll Asche. Vielleicht der Geldbeutel. Er hat seine eigenen Leute umgebracht, teilweise. Cool. Oh, ich habe mich irgendwie pariert bekommen. Cool. Au. Ach, du hast mich da gerade im Fall. Wow, das war knapp. Aber das war nicht die Ecke, wo ich hin wollte. Definitiv nicht. Oder doch? Oder auch nicht. Das sah jetzt gerade irgendwie specialmäßig aus, was es hier ist. Waren die nochmal für ein Item? Wow. Da war das. War hier nicht einfach nur Eisenschrott oder sowas in der Art? Ich glaube ja. Aber hier wollte ich gar nicht hin, ich wollte ein Stück weiter zurück. Moment. Ja, schieß ruhig. Damit habe ich kein Problem, wenn du schießt. Wow. Zumindest solange du mich nicht triffst. Da lang? Da lang, oder? Oder auch nicht. Also das ist das alte Grab. Ah, okay. Hi Leute, tschüss Leute. Hier gab es Wasser, oder? Hier gibt es eine Menge Wasser. Abtauchen. I, und ich sehe nichts, weil hier überall diese Ranken sind. Das ist jetzt eklig.
Der ist es ja eklig. Mibu Eigentum Ballon. Aha. Zack. Was zum... Was ist das? Was? Kopflos? Ja, nee, ist klar. Bitte was? Hier gibt's einen Kopflosen im Wasser? Wie zum Teufel soll ich denn gegen den kämpfen? Und wie komme ich hier wieder raus? Moment. Und wieso ist der hier am Schloss? Das gefällt mir jetzt gerade nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, ich habe kein Geld, ich habe keine Erfahrungspunkte. Ich könnte versuchen, gegen den zu kämpfen. Der hat aber, habe ich das richtig gesehen, der hat nur eine Lebenseinheit. Im Gegensatz zu den anderen, die sonst zwei haben müssten. Komm, lass dich umbringen. Ich hab B gedrückt. Meine Güte, ist ja mal gut. Bekomme ich eigentlich wenig mehr Leben jetzt zurück mit dem Dingens? Ich kriege echt mehr Leben zurück, jetzt wo ich ihm die Fähigkeit zweimal habe, kann das sein? Asten. Ich habe hier zwar. Ja, jetzt habe ich es umgebracht und. Jetzt raste ich, jetzt wo sie tot sind. Oh, es regnet draußen. Oh, das ist geil. So, komm. Und wieder voll. Gibt es eigentlich an den Kopflosen da unten irgendwie einen besseren Weg? Von hier aus. Unter Wasser kann ich da bestimmt keine... Moment. Wenn ich jetzt sowieso reinspringe. Wo ist das Zeug jetzt? Die Wein. Aha. Und das Ding. So. So, komm. Ja, ich sehe übrigens rein gar nichts. Ih, kann ich unter Wasser wirklich keine Items nutzen? Moment. Doch, ich kann trinken. Könnte ich bitte unter Wasser... Oh, fuck. Ich würde eigentlich gerne unter Wasser trinken. Also unter Wasser laufen können. Wie weiche ich dem aus? Kann ich unter Wasser parieren? Aua! Nein, ich da, okay, LT, das darf ich gar nicht drücken. Aha. Nein, scheiße. Moment. Okay, das kann ich unter Wasser nicht einsetzen, aber das. Wieso kann ich unter Wasser trinken, aber nichts anderes? Au. Okay, das ist ein Ausdauerkampf. Ist das richtig? What? Wie weit soll ich noch von ihm weggehen? Alter, regnet das jetzt draußen. Wow. Das, hört man das? Das ist lauter jetzt draußen am Regnen als mein Ventilator. Also wenn man das nicht hört, dann weiß ich auch nicht. Göttliche Hilfe, ja danke. Ich will aber eigentlich gar nicht. Lass mich in Ruhe, wenn ich hier hingehe.
So. Igitt! Du Penner! Ich hab da unten schon nur begrenzte... Ja, okay, Moment. Ich hasse Speerleute. Ich hasse sie seit Dark Souls 1. Und seit 2, glaube ich, am meisten. Ah. Ist doch nicht... Okay, drum vorbeirennen kann ich nicht. Also doch irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Moment. Komme ich da nicht irgendwie oben rum lang? Okay, du bist sehr blöd. Du bist sehr, sehr blöd. So. Das Ding gibt ja auch irgendwie so. Moment. Das eigentlich muss ich ihn ja in einer Ladung besiegen, oder? Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit das Zeug zu machen? Ja, unter Wasser halt meinen Schirm nicht nutzen, das gefällt mir nicht. Saugt mich an. Der hat mich angesaugt. Deswegen kriegt er mich da jedes Mal. Oh. Aber ich kann ihn dafür punishen, wenn er das macht, okay? Ach komm, das ist lächerlich. Jo, wie viel Schaden macht das? Ja, du bist fast tot. Also, wenn ich die jetzt nicht bekomme, weiß ich auch nicht. Du hast zumindest nur ein Leben offenbar. Ungus Geiststurz. Oh Gott. Gefallener kopfloser Geist von Ungo, der die Schwächung der Vitalität durch physische Angriff reduziert. Die Schwächung der Vitalität durch physische... Aha, okay, Defense. Braucht Geist im Leben für den erneuten Einsatz. Kopflose sind die korrumpierte Helden, die einst für ihr Land kämpften. Dieser Krieger verlor den Verstand. Er wurde wegen versuchter Meuterei enthauptet und seine Leiche sank auf den Boden des Grabens. Aha. Das war ein sehr interessanter Kampf. Ich hoffe, es gibt keine weiteren Unterwassergegner. Die stelle ich mir nämlich irgendwie auch dauernd nervig vor. Wenn jetzt jeder von denen irgendwie hier unter Wasser noch kommt. Aber zumindest irgendwie, er war auf irgendeine Art und Weise war er leichter als der andere. Weil, ja, ich wurde nicht geslowt. Und er hat nur ein Leben und ich habe sehr viel Schaden gemacht. Schwerer Geldbeutel, schwerer Geldbeutel, schwerer Geldbeutel. Okay, was ist da? Ja, Sharikus kann. Ach, das war das von dem ganz wilden, okay. Sie sonst noch irgendwas? Jetzt irgendwelche Geheimgänge hier. Das wär's doch. Aber ich sehe jetzt gerade nichts. Wow, 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 what? Es sind keine Karpfen. Stimmt, die waren doch vorher auch bei dem irgendwie direkt in der Nähe. Also hier komme ich raus. Okay. Komm, hier ist doch bestimmt irgendwas jetzt versteckt in dem Gebüsch. Müsste ich mich nicht normalerweise hier drin jetzt verheddern und irgendwie jämmerlich ersaufen? Ich meine, gut, ich kann nicht ersaufen. Aber trotzdem. So rein prinzipiell wie in den meisten Games. Ach, das ist Holz, was hier... Also... Aber hier schon wieder kein Dingens gewesen. Kein Karpfen. Ich meine, beim Hirata-Anwesen ist definitiv noch was, das weiß ich.
Ja, ist ja gut, Leute. Ihr könnt mich ruhig ignorieren. Der Kopflose ist weg. Ihr seid sicher. Aber interessant, der kann am Boden stehen und laufen. Der ist nicht an physikalische Gesetze gebunden, dass Masse oben schwimmt. Das ist mies. Das ist eigentlich voll mies. Und der wird keine Gebetszahl gedroppt. Och Mann. Ja, dann wird der andere auch keine droppen, oder? Reisen. Kurosuma, Burg ausguckt, Dojo. Ja, ist ja alles nur das Dach. Da war ich auch gerade. Bein der großen Schlange. Dieses hier am anderen Ende, aber da ist auch kein Wasser, oder? Ich über die Brücke gehe den Weg runter und dann bin ich bei der Schlucht. Oh Gott, bei der Schlucht ist sehr viel Wasser. Oh fuck. Eingangs verlassenen Verlies. Da war ich. Ashina Talsperre. Da war ich auch. Bodenloses Loch. Ja gut, da geht's da unten hin. Unterirdischer Wasserlauf. Da war ich. Senpoberg. Da war jetzt so gesehen. Ich gehe gerade im Kopf die Routen durch. Über den Berg rüber. Da war was. Definitiv. Shugendo nicht. Da war nämlich Wasser, ein Tempelgelände. Da war definitiv Wasser. Durchschlag vom Hängen an der Kante. Den man selten nutzen kann, aber es gibt ihn. Hier bei der Typi und da unten ist das Wasserbecken. Und ich meine, da drin war ich auch noch nicht komplett. Dass es keinen Fallschaden gab, wundert mich jetzt gerade. Halt! Da ist. Okay, da ist eine Höhle. Ich muss jetzt jedes Mal gucken, ob ich hier irgendwo irgendwie solche dicken Dinger unter Wasser stehen habe. Jetzt habe ich einmal einen gehabt, jetzt bin ich gestraft. Nee, vorgewarnt. Also es gibt richtige Gegner unter Wasser. Heiliges Kapitel, infiziert. Ein heiliges Buch über Erleuchtung mit der Inschrift für das göttliche Kind des ewigen Wassers. Okay, irgendwas, was ich dem Mädchen bringen muss. Eine Ära lang wurde ich durch den Wurm gesegnet. Also Wurm gleich Tausendfüßler. Unsterblich zu sein bedeutet, den Pfad der Erleuchtung zu beschreiten. Und so muss ich erleuchtet werden, um meine Unsterblichkeit zu verstehen. Der heilige Drache soll aus dem Westen stammen. Also frage ich mich, wie es mit der Wurm gewährt wurde. Okay, irgendwas für das Mädchen. Ist das göttliche Kind, oder nicht? Ich habe Angst vor solchen Unterwasserabschnitten. Ich meine, es ist erstaunlicherweise hell hier unten, aber trotzdem. Oh, eine Gebetsfälle. Die nehme ich doch... Yes, ein Upgrade. Die nehme ich doch dankend an. Aber ich will Karpfen. Ich will den einen Händler da am Hirata-Anwesen leer kaufen. Hoch mit dir. Gab es hier nicht noch ein Wassergebiet? Ach, noch ein Wasserteil oder nicht? Nein. Nein, nein, nein. Gar nicht erst auf die Idee kommen, mich zu verpetzen. Er hat mich verpetzt. Okay, Leute, ich renne hier einfach mal so drück querfeld ein. Nein, wow, wow, wow. Also da unten im Wasser war ich. Wow, was war. Achso, der wirft ja sein. Ach, der hat ja Fluggranaten. Genau, da war ja was. Oder war doch da hinten noch was? Nee. Da unten ist ja das Ding, wo man angefangen hat. Moment. Da hinten ist der Bergpfad, wo man angefangen hat. Nebenbei, wenn da hinten das Aschina-Ding ist. Der Weg ist auch wieder. Ja, der Weg durch den. Der Liesfaserpfad, der ist definitiv nicht so lang, wie er da zu sein scheint, aber er ist zumindest da. Wobei. Naja, so ein bisschen wird er getrickst. Aber trotzdem. So, da unten ist nichts. Das sieht übrigens von hier oben sehr hässlich aus, aber egal. Ist ja auch nicht gerade Point of Interest von hier oben aus. Irgendwo kann ich mich hinziehen.
Oh nein, hier sind die Knirpse oben drauf. Ich mag die Knirpse nicht. Bin ich eigentlich jetzt geschlichen oder nicht? Nope. Weiß nicht, wer mich da jetzt gesehen hat, aber finde ich uncool. Sind die auf mich getriggert? Ich hoffe nicht. Ach komm! Ach, er bricht mir das Genick. Das macht er da. Mit dem Move. Wow. Na klasse, jetzt habe ich auch noch Giftstatus. Ja, ja. Moment. Gegenmittelpulver. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. So, und jetzt kann ich mich nämlich um den da kümmern. Okay, irgendwie habe ich es geschafft, euch zu überleben. Danke. Da ist das Wasser. Ach, mehr Wasser, oder? Da unten ist nur so eine Statue, die ich jetzt erst umbringen kann. Also so ein komischer Mönch. Aber die werden ja auch wieder belebt mit einem Reset, von daher. Wer oder was hat mich jetzt gesehen? Nicht dein Ernst. Kannst mich nicht mehr sehen. So. Lass mich ruhig kurz ignorieren. Hier wird zwar kein Wasser mehr sein. Oh, Scheiße. Okay, fuck. Das war trotzdem schön. Achso, hier sind normale Sempo-Kämpfer. Zack. Leute, Leute, Moment. Ich wollte eigentlich von dem anderen auch noch seine Energie haben. Oh Mann. Ja, ja, komm, direkt erstechen von hinten und Spam und rote Klinge rein. So. Gibt aber kein Item dafür, dass ich dich besiegt habe. Schade. Gibt es sonst irgendwie noch was? Moment. Kann man sich hier auch irgendwie... Wie in anderen Gebieten? Ne, kann man nicht. Schade. Hier vielleicht? Ne. Ja gut, hier ist kein Wasser, das heißt, es sind auch keine Krapfen. Gut. Ich hätte mal merken sollen, wo überall Wasser war. Ich meine, so ein bisschen habe ich es mir gemerkt, aber nicht alles. Wieso brennt es da? Achso, hier sind die Feuer. Aber jetzt geht's auch nur noch nach ganz oben, meine ich, oder nicht? Ja, klasse. Jetzt habe ich keinen von beiden bekommen. Ihr Blödmänner. Wieso lebt der? Also, wo kommt der dritte her? Wo kommt der dritte her? Egal. Wer da was sieht mich jetzt schon wieder? Ach, die Hunde vielleicht. Jetzt sag ich die Hunde. Wieso kann ich da nicht drauf stehen? Egal. Hier sind die Hunde unten, okay. Und hier war irgendwie ein Sniper-Boy und ein dicker Boy. Okay, kein Sniper, sondern ein Granaten-Boy. Oh, da war noch ein dicker. Ach, der Dicke hier sieht genauso aus wie der Typ, den wir schon gesehen haben, eigentlich, den Taro, oder wie er hieß. Ne, Kotaro hieß er, glaube ich.
Ich dachte, der hätte ein eigenes Design, aber offenbar nicht. Au. Roter, roter, eine komischen. Und wo auch immer der wirft. Moment. So, ich will jetzt nämlich auch hier oben weiter, weil da war nämlich auch definitiv war hier oben noch ein kleines Gebiet. Da bin ich mir sicher. Also und hier, ja gut, hier waren die. Au. Kann ich solche Moves auch gegen Bosse nutzen, wenn ich euren Stil lerne? Ja, irgendwie, ihr seid ganz angenehm mit euren komischen Kampfkünsten. So, jetzt lauft ihr da. Ignoriert mich. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Nein, 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 nein. War nicht hier, hier war auch noch Wasser, aber da bin ich nur durchgewatschelt, oder? Aber hier war doch Wasser. Irgendwo war hier Wasser. War hier unten in der Höhle Wasser? Moment. Hi, Dude. Tschüss, Dude. Hier waren die kleinen Mini-Viecher. Tschüss. Adios. Hier durfte ich runterfallen, oder? Ja. Ah, da geht's nur eine Runde rum. Und dann kam ich da oben zu dem Hypothesenmodul, glaube ich. Nee, hier oben war der Text. Oben war der Text, der für den Senpo-Stil. Genau. Hier sind ganz viele von euch, ich weiß. I don't care. Zack. Und hier war aber irgendwo Wasser. Irgendwo war hier Wasser. Komm, enttäusch mich nicht. Hier war Wasser. Oder auch nicht. Oder das Wasser, was ich meine, ist das Wasser ganz unten. Was willst du denn jetzt von mir? Oh, lebst auch, du lebst auch. War das einzige Wasser echt das Wasser da unten? Tatsache. Es war, da war kein Karpfen-Dingens drin da unten. Wieso sind hier so viele Wassergebiete und ich krieg keine Karpfen? Dinger. Schuppen. Ich fühl mich gerade irgendwie verarscht. So, hier sitzt nur ihr rum. Hier ist die Statue, da ist der Haupteingang. Da sitzen auch noch welche rum. Und hier geht's zum Kind. Und. Moment, jetzt muss ich doch mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ist hier irgendwo. Nee, hier ist nichts. Das Wasser ist zu niedrig für Karpfen. Also, weil ich jetzt hier oben drauf bin, jetzt rennt er wieder nicht schnell genug. Okay. Gut, ich habe da irgendwas gefunden, wo du erwähnt worden bist. Hi. Miko no Shinobi yo. Yōkoso oide kudasaimashita. Eis, Heilungskapitel infiziert geben, Kaki geben. Sie ist gesund, dann gebe ich ihr keine Kaki. Heiliges Kapitel infiziert geben, das habe ich gerade gefunden, nimm mal. Schriften des Hohepriesters des Senpo-Tempels geben, ja. Ukedore. Sore wa. Onushi ni watashite kure to kakarete ita. ありがとうございます。受け取ります。どうした？私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのです。ja, verachten wen? Kann ich auch einfach ganz normal mit dir reden? Ich will dir jetzt nichts geben, ansonsten, ja, komm. さようなら。巫女の忍びよ、あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。Du sagst jetzt nichts mehr zu dem Ding, okay. 巫女の忍びよ、ようこそ。Sie sagt nichts Neues, okay. 巫女の忍びよ、あなたの。Übrigens, ihm hat der Reis offenbar geschmeckt. So, also was heißt geschmeckt? Ja, will ihn erst noch verarbeiten, aber trotzdem. Also Moment, Körper im Haar verbessern. Sowas von. Siebte Gebetskette. Eine Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden.
Durch die maximale Vitalität und Haltung, ein Rosenkranz aus Gebetsfehlern stärkt die Starken. Ein erfolgreicher Sumo-Ringer diente einst einem großen Feudalherrn. Verfiel jedoch dem Wein, wurde vertrieben und lebte vorhin als Bandit. Bekam er den Namen Yuzu der Trinker. Okay. Also nur weil er zum Alkoholiker wurde, ist er zum Banditen geworden. Cool. Das war. War das der beim Hirata anwesend? Ich glaube ja. So, Angriffskraft, Drachenfeuer, Reflexion der Kraft, bla 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 bla. Reisen. Figurenreisen, die du bereits besucht hast. Ja. Höhle im versunkenen Tal. Das war das mit dem Wasserloch unten. Definitiv. Oder komme ich von da aus eh nicht hin? Tal unter dem Schrein. Tal unter dem Schrein. Ne, da war doch kein Wasser, oder? Versunkenes Tal. Kanonenfestung, Spalthöhle. Das ist genau am Ende vom Wasser. Kanonenfestung runterrennen, dann bin ich beim Wasser. Das war. Da konnte ich drauf laufen. Und das andere war Giftwasser. Moment, aber dann gehe ich jetzt erstmal versunkenes Tal, Kanonenfestung, Waldhöhle. Ja komm, ich versuche mal rüber zu jumpen, wenn ich dann eh schon da oben bin. Vor dem Marodentempel findest du einen Krieger namens Hanbei. Und sterb hier, der hätte gern beim Training. Der lebt nicht mehr. Der gute Hanbei, Hanbei, wie auch immer, der ist tot. Mausetot. Glaube ich zumindest. Müsste er. Übrigens, ich habe mal nachgelesen, um darüber zu kommen. Man kommt da wirklich nur einmal hin, wenn die Schlange gerade getötet worden ist. So, und ich bin nicht der Einzige, der dachte, er könnte auf diesem Stück Brücke noch stehen. Ich meine, es ist optisch, ist es für mich ein Stück Boden, worauf ich stehen könnte. Klar, logisch gesehen, sobald ich drauf gehe, müsste das ja noch weiter nach unten fallen. Aber eigentlich auch nicht, weil dann, es müsste eigentlich schon hier vorne nach unten fallen. So, jede Klippe im Spiel hat wohl eine Runterfallbeschränkung. Das heißt, immer wenn ich an Kanten laufe, kann ich nicht direkt runterfallen. Bei den meisten Kanten zumindest. Nur bei der Kante und bei der auf der anderen Seite, weil da die Hitboxen komplett Bullshit sind. Was? Das könnte ein Karpfen sein, der ist abgehauen. Ihr seid die komischen Unterwasserviecher. Na, ich drücke immer. Ich will mit links runter, mit rechts hoch. Catch ins Konfekt. Also dafür, dass es hier so ein riesiges Wasserloch ist, ist das relativ weit, relativ flach eigentlich. Komm. Mann, dann gehe ich halt nochmal höher. Wait, was? Deshalb nicht die despawn einfach, wenn sie Bock drauf haben. Wow. Okay, ich komme mit der Steuerung nicht klar. Rechts für runter, links für hoch. Wie ist es falsch herum? Adamantitschrott, cool. Ja, ist ja gut, ich will eh gerade nicht in eine Richtung. Dann runter. Voller Geldbeutel. Kannst mich gerade nicht sehen. Schwimm doch! Okay, Schatzkarpfenschuppe, jetzt habe ich mal was. Du bist der dümmste Fisch, den ich jemals gesehen habe, glaube ich. Okay, noch eine Schuppe. Oh Gott. So. Wobei allgemein sind Fische, glaube ich, relativ dumm. Kann das sein? Oder gibt es. Doch, näher gehört. Nee. Delfine sind Säugetiere, oder wie war das nochmal? Delfine. Wobei sind. Moment.
Fische sind keine Säugetiere. Nee. Säugetiere, Amphibien und so weiter sind alles unterschiedliche Sachen. Aber im Endeffekt, Tier bleibt Tier. Fische waren Fische. So was wie Krokodile und Echsen sind Amphibien und Frösche, glaube ich, auch. Aber Delfine waren weder Fisch noch Amphibien, weil sie nicht an Land und Wasser leben. Delfine waren, glaube ich, Säugetiere, oder? Und Delfine waren auch relativ schlau. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Internethirngespinst ist, aber angeblich nutzen ja auch Delfine hin und wieder irgendwie Pufferfische und machen sich anhand von deren Giften Hai. Irgendwas war da. So ein riesiges Becken für zwei Karpfen? Wollt ihr mich verarschen? Hätte man eigentlich hierher kommen können, also hätte man quasi wirklich hier schon sein können, mit der Technik, wenn man die Schlange noch am Leben gelassen hätte. Hätte man hier, während die Schlange hier ist, rumtauchen können. Das wäre interessant gewesen. Aber das war's offenbar. Okay. Armund. Aber irgendwie... Es soll 40 Stück oder so geben, oder 42. Das habe ich denn erst so wenig jetzt eigentlich? Hm. Ich da auf dem Wasserstelle, da kann ich nicht tauchen. Bodhisattva-Tal. Wir sehen nur Gift auf der einen Seite, das andere ist die Höhle. Und dann kommt man wieder hier am Anfang oben raus. Also, nee, im Tiefen von der Schiene kommt man raus. Ich guck mal, ob ich da schwimmen kann irgendwo. Doch, da kann man schwimmen. Da war doch eine Ecke, wo man schwimmen konnte, eine Ecke. Moment. Da hinten beim Wasserfall war es, glaube ich. Und die Bäume eigentlich wieder, wenn man die Arena verlässt und wieder betritt. Die man im Kampf kaputt gemacht hat. So. Rotes Holz. Also blutiges Holz. Das macht aber nicht... Also wir sind. Nein, nein, nicht runter. Wertvoller Köder. Was? Moment. Ist es sonst auch irgendwas? Nee. Wertvoller Köder. Brustgeiststutz, bla 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 bla. Küchen. Schatzkarfen, Erholungsamulett, Relikt, verdorbene Nonne. Liebte Kette. Nee. Nee. Muss hier sein, noch nicht. Weil Öl, Keramik, Mipo. Fungus, bla 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 bla. Bitte lila, nee. Gut, ich habe das Chirurgen. Wo ist... Wo ist der Köder jetzt hin? Ah, da. Wertvoller Köder. Ein wertvoller Köder. Er hat eine schleimige Textur. Na, klasse. Und Auswüchse. Hm, die Hörner gleichen. Genau die Art Köder, die der Meister liebt. Läute die Glocke und legt den Köder aus. Genau die Art Köder, die der Meister liebt. Läute die Glocke und legt den Köder aus. Ich habe eine Glocke, aber welcher Meister? Ich bin verwirrt. Entweder finde ich es noch selber irgendwann raus oder irgendwann muss ich es googeln, damit ich weiß, was es macht. Ansonsten ist hier alles nicht tief genug, oder? Oder kann ich hier noch tauchen? Hier konnte ich auch nur lang rennen, oder? Ja.
Kann ich hier tauchen? Nee, gut. Da war, ne, da war nur ein bisschen Wasser. Reisen. Ochi Sattvatal. Nee, hier bin ich noch fertig, oder? Die von der China. Da gab es kein Wasser, oder? Giftbecken. Giftbecken ist halt wirklich Giftbecken und nicht Wasser. Echter Affenbau. Ist wie gut, das Bildhaus ist erst wieder verfügbar, wenn du sie erneut besucht hast. Warum kann ich mich da... Moment. Warum kann ich mich da nicht hinporten? Ich habe doch extra neu bekommen, oder nicht? Borgener Wald, da ist nur der Headless. Den könnte ich theoretisch versuchen zu machen. Aber irgendwie will ich auch nicht. Andererseits, ich kann... Großartig, noch stärker werden kann ich bestimmt noch. Mit ein paar Bossen. Aber Defense kriege ich nicht mehr. Der Dorf Mibu kann ich abtauchen. Verborgenen Wald, da gab es kein Wasser. Nee. Amelie, findest du hier noch raus mit dem Köder? Ja. Hoffe ich zumindest mal. Wasser, ja gut, hier ist überall Wasser noch. Da geht's weiter. Warum kann ich zum Wächter auf dem Bau nicht hin? Selber nicht, da kommt noch ein Affe. Wie viele P habe? Ja, ein halbes, ja, knapp ein halbes Level, aber ich müsste jetzt zu oft müsste ich jetzt da machen. 6, 7, 8. 8 Mal ungefähr müsste ich den Gegner platt machen. Das sind 4 Minuten. Ich muss gesperren, dies hat einen Grund. Ja, es wird einen Grund haben. Wenn es gesperrt ist, dann muss da irgendwas sein. Deswegen ich da nicht direkt reinporten darf. Die Frage ist nur, was ist da? Du bist tot, oder? Du bist nicht tot. Yay, danke für den Raid Flo. 13 Leute. Was hast du? Moment. Wir haben Mittwochabend. Streamst du nicht immer nur morgens? vor allem, was hast du gestreamt? Wieder Tomb Raider oder hast du... Nee, Tomb Raider ist, glaube ich, durch, oder? S.O. Ferlon. Ja. Gab Dark Souls 3. Dark Souls 3 bei Flo? Was ist denn da kaputt? Also Dark Souls 1 kann ich verstehen. Dark Souls 2 kann ich eventuell verstehen. Aber Dark Souls 3... Moment, ich komme da gerade wieder nicht ran. Nee, lass mich da hoch. So. Sehr variables, ja, egal. Casual Dark Souls 3. Wieso ist hier so ein Sitz, wenn ich Dark Souls 3 spiele? Keine Ahnung. Weil du es irgendwie sonst nie tust. Deswegen eventuell. Der Soundtrack hier gefällt mir nicht. Was zum... Es klingt böse. Was? Oh ne, lila. Lila heißt, dass da wieder irgendwas Böses ist. Irgendwas Unterweltmäßiges. Das heißt, da ist wieder ein Miniboss. Dann will ich eventuell doch erst den Skillpunkt voll machen. Dann muss ich mir die 5 Minuten Zeit mal entnehmen und den Gegner ein paar Mal platt machen. Nein! Ich komm hier wieder nicht weg, oder? Doch, ich komme hier irgendwie wieder hoch. Moment. Irgendwie ging das. Von da dann darüber springen. Nebenbei Abend Demon, Frankie. Ich bleib bei Frankie. Abend Malsaharius. Es ist dieses zweite A dann, also das A nach dem H. Das dann mit, dass das nicht, das nicht zu verschlucken beim Lesen. Das ist eine Kunst. Malsarius, Malsahar, ja. Kann man, was ich meine. Abend. Hab mich auch über Dark Souls 3 gewundert. Ja, irgendwie. Ja, schrecklicher Name. Der Name an sich ist gut, aber dieses dritte A ist halt irgendwie, das bringt mich aus dem Konzept. Malsarius, Malsahar. Ja, weil ich dieses AH nämlich als langgezogenes A, so wie ein A
Und dann noch ein Arius, also ein A, das, ja, das bringt mich aus dem Konzept, so nennt Tiefendorf Mibu. Zwinker zweimal, wenn er dir jemand eine Waffe an den Kopf fällt, Flo. Was? Achso. Nenn ihn Malzer oder Malzbier. Malzbier. Ich mag Malzbier. Gibt nichts Besseres. Und das beste Malzbier ist immer noch Karlsquell oder. Ne, mittlerweile heißt es ja Karlskrone vom Aldi. Es hat die perfekte Süße. Es ist nicht bitter. Es ist nicht zu süß. Es ist die beste Abmischung. Es war Plastikflasche, aber scheiß drauf. Vielleicht besser als Vitamalz. Wobei Vitamalz an sich ist auch nicht verkehrt. Aber Vitamalz ist mir dann. Ja. Das ist irgendwie schon ein bisschen zu wenig Süße. Also, dann doch lieber das Karlskrone. Warum auch immer sie es Karlskrone genannt haben. Das hieß vorher immer Karlsquell. Ich glaube, damals war da immer irgendwie eine Familie mit drauf auf dem Etikett. Jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Zwinkert mal zur SOS zu. Malzbier funktioniert immer ganz gut. Ja, Malzbier ist halt so gesehen eine der wenigen Sachen, die ich relativ normal trinken kann, ohne dass ich irgendwie, keine Ahnung, einen flotten Otto habe oder allgemein Bauchschmerzen davon bekomme. Keine Ahnung. Traubenschorle, Malzbier und das war's eigentlich schon. Und Wasser. Alles andere, wenn ich es trinke, hat immer nach einer Weile irgendwie einen großen Nachteil. Wobei Malzbier, kommt drauf an, mittlerweile versuche ich es weniger zu trinken, auch weil relativ viel Zucker halt drin ist, aber ja, krieg eher noch Bauchschmerzen davon als von anderen Sachen. Ja, und ich habe Flo den einen Abend doch abgefüllt und hat mir dann versprochen, dass er. Du hast ihn abgefüllt? Okay. Ich glaube, ich habe irgendwas im Discord rausgelesen, dass ihr relativ dicht beieinander wohnt. Und irgendwen besuchen wolltet, glaube ich, zu zweit. War das Corny? Ich kenne den ganzen Namen jetzt nicht, ich habe nur Corny gemerkt. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal gesehen, als Flo ihn gehostet hat. Rasten. Wodka, hast du die Nonne schon gefunden? Ich habe eine Nonne platt gemacht, ja, ich kann tauchen. Kann tauchen. Aber angeblich war das nur eine Illusion, laut Lore-Text. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch eine richtige Nonne geben. Weil irgendwie dieser eine Lebensbalken, den die Nonne hat, hat mich schon so ein bisschen verwirrt. Aber okay. Wie fandest du sie? Also meine normale Aussage über die Nonne ist Bullshit. Es hat zwar nur ungefähr 15 Minuten oder 20 maximal gedauert, aber ich fand sie jetzt irgendwie Bullshit. Also sie war wieder ein geschenkter Boss irgendwo. Ich weiß nicht, sie hat... Ihr Haltungsschaden hat zwar gut gelitten, aber ihr Haltungsschaden hat sich halt innerhalb von einer Sekunde wieder reduziert. Und vor allem, wenn ich ihren komischen Sichelstoß... Ne, hatte sie eine Sichel oder hatte sie... Ne, sie hat ein Schwert. Oder hat sie eine Sichel? Egal, ihre Waffe halt. Wenn sie mit der Waffe zugeschlagen hat, nach vorne, also gestoßen, dann habe ich den Mikiri-Counter genutzt. So. Es hat auch funktioniert, es hat auch Haltungsschaden gemacht. Aber sie hatte im Endeffekt weniger Haltungsschaden nach dem Konter, als wenn ich gar nicht gekontert hätte. Also sie hat wirklich innerhalb von einer Sekunde von irgendwie 30% Haltungsschaden runter auf, ja, 5% oder so. Und das während ich sie einfach nur weggestoßen habe von mir. Dann habe ich es mit dem Konfetti versucht, das hat irgendwie jetzt nicht so gefruchtet. Dann habe ich die komischen Knallsamen benutzt, das hat sie zumindest so ein bisschen gestaggert. Habe ich, ja habe ich. Habe ich schon den? Nee, habe ich noch nicht. Ah, dreimal noch. Apropos Wodka. Ich habe mir gestern echt den Conan-Film im Kino dann doch mal angeguckt. War ganz nett. Ohne groß was zu spoilern, ja, mir kamen die Kripo ein wenig zu wenig vor. Ein wenig zu wenig. Dafür umso mehr FBI-Leute irgendwie. Ich meine, der Film war extra für die gedacht. Ist jetzt auch nicht so das Schreckliche. Die Kinder waren Gott sei Dank auch relativ wenig vorhanden. Das heißt, keine nervigen Detective Boys so oft und so lang. Und zu Anfang oder allgemein war auch ein bisschen wenig Kogoro-Action, aber... wenn Kogoro mal da war, dann war es doch ganz nett. Und es gab ein nettes Phoenix Wright Easter Egg. Das fand ich auch sehr schön.
Und es sind Apfel war ein Joke. Das kann ich aus dem Chat nicht rauslesen. Ich meine, wer weiß, ob nicht doch irgendwie richtig beieinander wohnt. Soll es ja geben. So eine Art Lefe hat sie. Ja, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, dass es eine scheiß große Waffe war. Sie hat halt irgendwie... Ich habe halt irgendwie jetzt an eine Sichel gedacht. Habe ich jetzt eigentlich den Skillpunkt? Ja, habe ich. Die wirkte nämlich vom Äußeren und vom Angriffsset. Ich weiß nicht. So um Folge 20, 24 herum von Inuyasha. Also relativ zu Anfang. Da gab es eine alte Hexe, so eine Kräuterhexe. Die hat dann... Das ist jetzt ein alter Anime und Manga. Wenn jetzt irgendwer das nicht hören möchte, dann muss er jetzt abschalten. Falls er das noch nicht gesehen hat. Disclaimer vorweg. Ja, auf jeden Fall hat die Kräuterhexe halt aus Lehm und Erde Kikyo wiederbelebt. Und die hat halt auch so ein bisschen gekämpft. Ach, wird schon passen. Nee, ich wohne hart weit weg von Flo. Na ja, gut, Naginata, ja gut, irgendwie sowas. Irgendeine japanische Waffe wird es gewesen sein. Nebenbei, ich habe 3 Skillpunkte. Was kann ich denn? Kann ich damit irgendwas machen? Ja, und die hat halt irgendwie genauso gekämpft. Die ist auch in die Luft gesprungen, hat dann irgendwie so weit ausgeholt und dann halt wie so mit seiner Sense irgendwie zugeschlagen. Hat Inuyasha nicht um die 1000... Nein, Inuyasha hat ungefähr 220 Folgen. Ich glaube, 167 Folgen hat das originale Inuyasha. Und um die 24 Folgen hat dann der Final Act. Der Final Act ist aber wohl relativ stark zusammengepresst worden. Also jede Folge was Neues und irgendwie die dritte Folge von Final Act Upgrade, 2 Folgen später nächstes Upgrade. Ich denke so, was? 5 Folgen später neues Upgrade. Jesus, chillt mal. aber Inuyasha hatte ich auch Anfang des Jahres nochmal wieder geguckt. Damit ich auch vor allem, ich habe damals den Final Act geguckt, aber habe halt irgendwie die japanischen ursprünglichen Folgen, die in Deutschland halt nicht rauskamen, habe ich geskippt. Da aber irgendwann, ich glaube Kase war es, glaube ich zumindest, die letzten 60 Folgen zusammen mit dem Final Act, also irgendwie 80 Folgen oder 100 Folgen, haben sie dann nochmal gedubbt gehabt. Mit fast allen alten Sprechern. Habe ich mir nochmal ganz gegeben. Ja, werde ich mir nicht mehr nachholen, aber Gintama steht noch auf der Watchlist. Gintama, ich glaube Gintama habe ich die ersten paar Folgen geguckt, das war irgendwie nicht meins. Aber Naginata ist schon eine nette Waffe, leider kann man sie nicht selber benutzen. Ja, das ist ja das Problem in Sekiro allgemein. Du kannst in Sekiro irgendwie nur eine Waffe nutzen und du hast halt dein Prothesenmodul als Magieersatz, sage ich mal. Und es gibt auch Kombos damit. Das Problem, was ich eigentlich daran sehe, ist, du hast eine Hauptwaffe. Und das Prothesending ist halt nett. Du musst aber halt wissen, bei welchem Gegner was effektiv ist. So, und entweder... Try and Error und du guckst, was gegen den funktioniert und was man überhaupt machen kann mit diesen Sachen. Oder du liest es nach. Wenn ich zum Beispiel einen Zelda spiele, ein Zelda sagt mir eindeutig, oh, da ist eine Arealfoss. Der hat ein Schild vor sich. Oh, ich hab die Greifklauen bekommen. Was mache ich? Also ich ziehe jetzt den Gegner mit den Greifklauen aus dem Himmel nach unten. Das ist für mich einleuchtend. Und dann haue ich einfach nur mit dem Schwert drauf. Davon abgesehen. Aber... Hier ist es halt wieder so, ja, du hast einen Gegner, du hast ein Schwert, du hast Prothesenmodule, 9 oder 10 Stück irgendwie. Guck mal, was eventuell helfen könnte, in welcher Phase. Und das ist mir einfach zu nervig. Dann kommt dazu, dass man hier irgendwie, statt anzugreifen und auszuweichen, muss man parryen, um anzugreifen. Das ist nervig. Ich bin kein Fan von Sekiro, also kein großer Fan. Also lieber dann die Dark Souls Reihe und sowas oder Souls-like, aber es ist trotzdem jetzt nicht so schlecht, das Spiel. Es ist nur nicht genau meins. Aber mir war jetzt das Geld dann auch zu schade, um es nicht durchzuspielen. Von daher. Ich spiele aktuell auch Nioh, aber das ist eher anstrengend. Nioh habe ich letztes Jahr gespielt. Nioh war auch hart nervig. Also Nioh hatte mich echt teilweise zu Weißblut gebracht. Einfach nur, weil das da auch so bescheuert war. Da hatten sie auch dieses mit dem Haltungssystem. Und Nioh hat das Problem gehabt, das war halt zu viel Loot. Nioh war irgendwie... Es war ein nettes Souls-like. Es hatte nette Ideen. Es hatte auch... knifflige Bosse und schöne Areale in den Missionen, aber es war halt wirklich lootabhängig. Und das habe ich halt dann erst in den DLCs gemerkt. In DLCs, ich meine, durchs Hauptspiel bin ich relativ gut durchgekommen.
So, in den DLCs habe ich dann wirklich die Momente gehabt, wo ich dachte so, ne, wie soll ich denn das machen? Bis ich dann richtige Equipment-Sets hatte. So. Dann ging es auch einigermaßen. Dann war es auch wieder fast zu einfach. Nioh ist mir zu lootlastig. Ich sag mal so, fürs Hauptspiel, also bis auf die DLCs, kannst du eigentlich Nioh das Loot-System relativ ignorieren. Und mit dem Katana kommst du relativ gut durch eigentlich. Aber danach, ich weiß nicht. Also ab den DLCs brauchst du eigentlich schon teilweise wirklich angepasste Rüstungssets teilweise oder ein gutes Allround-Set, damit du noch Schaden machst durch die passiven Set-Boni. Ich glaube, den ersten Boss im DLC habe ich noch hinbekommen. Das war der Centipede-Guy. Der war auch hart nervig. Boah. Aber danach ging es eigentlich. Ah, Nervstrief ist ganz gut. Ah, die habe ich noch nie gezockt. Ach, die ist schön clunky. Also, ja gut, so ein bisschen clunky ist es, ja. Aber das würde ich auch von Sekiro sagen. Sekiro ist auch so ein bisschen clunky in dem Fall. Wenn man irgendwelche Skills nutzt und dann irgendwie in einem. Vor allem das beste Beispiel habe ich jetzt eigentlich mal. Ich könnte mal gucken, ob ich jetzt irgendwas skille. Nein, Fähigkeiten. Hier bin ich durch, weitestgehend. Hier könnte ich. Komm, ich gehe jetzt einfach hier im Prothesenmodul auf. Fangzahn und Klinge. Dann habe ich nämlich 2 Punkte weg. Und dann kann ich mal gucken, können wir mich mal verbessern. Angriff ein bisschen Drachenfäule, bla bla bla. Reisen, so. Wächteraffenbau. Jetzt habe ich die. Jetzt habe ich noch Geld, oder? Jetzt muss ich mein Geld noch loswerden. Moment. Maroder Tempel. Das beste Beispiel ist halt hier, keine Ahnung, Ichimonji oder Ichimonji Doppel. Das ist halt ein Schwertskill. Moment. Der hier. So. Wenn ich den ausführe, der macht gut Schaden an der Haltung, ja. Aber erstmal dauert die Ausführung relativ lange. Und im Gegensatz zu Gegnern kann ich beim Ausführen mich nicht instant drehen. Also ein Gegner, der sowas macht, der dreht im letzten Moment, wenn ich ausweiche, noch zu mir hin. Wenn ein Gegner im letzten Moment noch an mir vorbei rast, kann ich nicht diese Drehung nach links machen. Das war zwar auch in anderen Spielen immer so, aber das ist halt gerade bei diesem Kampfsystem ein bisschen nervig, wenn das dann nicht geht. Ich finde Sekiro extrem flüssig vielleicht. Ja gut. Also ich sag mal so, das Parieren ist hier vielleicht ein bisschen besser gemacht als in Nioh. Aber Nioh ist halt auch, keine Ahnung, so ein 0815 Souls-like-Klon? Ich weiß es nicht. Danke für den Follow, Frankie. Wie gesagt, also ich muss das Spiel ja nicht lieben. Ich finde es okay, aber ich liebe es nicht. Ich meine, gut, ich liebe auch Dark Souls 1 und 2 nicht, aber Dark Souls 3 geht ganz gut klar. Bloodborne fand ich auch ganz nett eigentlich, aber ja. Dark Souls 2 hat mich irgendwie nur das Ausweichen gestört. Und gewisse Gebiete. Dark Souls 1 war mir ein bisschen zu langsam vom Kampfsystem. Ein bisschen zu langsam, aber naja. So, hallo Opa. Ich möchte meine Prothese erweitern. Es wird doch besser, wenn man nicht Maus-Tastatur spielt. Ja. Außer du meinst jetzt Nioh. Also Maus-Tastatur. Ich meine, ich spiele am PC. Aber ich spiele eigentlich am Rechner auch nur mit Maus und Tastatur, wenn das Spiel nichts anderes hergibt. Oder wenn es First Person ist. Also sowas wie Skyrim. Skyrim könnte ich mit Controller nicht spielen. Bei Skyrim brauche ich wirklich Maus und Tastatur. Zeigen, verbessern. Ist halt irgendwie so, keine Ahnung, das ist irgendwie interessant. Dass ich es halt da wirklich brauche. Dosen, Spalten. Will ich jetzt hier irgendwo Geld? Moment, kann ich jetzt hier unten? Ah, ne, dich habe ich ja sogar schon. Ist noch irgendwas, was ich haben möchte? Das da vielleicht. Funkenaxt. Ist ja auch die Frage, was sich hier am ehesten lohnt zu machen. Also die Zabimaru-Axt. Komm, ich hole jetzt erstmal den Speer hier oben. Kann ich noch irgendwo. Ja. Geld habe ich bitte. Achso, das waren nur 600. Okay. Na ja, gut. So, ich glaube, den restlichen Batzen Geld werde ich in Geldsäcke investieren. Dann brauche ich die auch nicht extra kaufen gehen. Also nicht ausgeben gehen jetzt. Du hast sowieso nichts mehr, oder? Du bist komplett leer.
Ich spiele jetzt wieder viel Monster Hunter World und Gott, triggern mich manche Monster. Ich habe nie Monster Hunter gespielt. Das wäre mir auch sehr farmlastig, glaube ich, im Endeffekt. Ich an sich damals, so vor 10 Jahren, hätte ich das Spiel bestimmt gemocht, aber heute. Ich möchte mich nicht unbedingt länger mit Talerscheinung Notiz. Notiz zur Erscheinung im versunkenen Tal. Muss gekauft werden, um den Inhalt zu lesen. Okay, gib her. So kann ich das Geld auch loswerden. Ja, 100, ja komm, dann kaufe ich hier noch. Was kaufe ich noch? Noch. Achso, stimmt. Ah, ich hätte auch für 1800 das komplette Gegenmittel-Ding holen können. Egal, kaufe jetzt noch Gegenmittelpulver, dann habe ich das Geld weg. Ja, ist mir vielleicht eventuell zu viel Farmen dann doch. Also, ich möchte mittlerweile ungern mehr Zeit investieren, weniger. Nee. Moment. Ich möchte es, wenn dann mehr Zeit in ein Spiel zu investieren, als unbedingt nötig. Dann sollte ich eventuell sowas wie Sekiro nicht spielen, aber das geht halt irgendwann wirklich noch. Aber wenn ich jetzt irgendwo wirklich unendlich farmen muss, ist es halt nervig. Das ist schon Genshin mittlerweile, also seit Release spiele, ist schon schlimm genug eigentlich. Das ist schon hardcore. Mit jeden Tag immer die Sachen durchfarmen, damit man nichts verpasst. Und in Smite jetzt den Battle Pass, der jetzt gestern da ist, auch wieder machen, ist auch wieder so eine Sache. Ich habe versucht, an Stuff von einem Säbelzahnbären auf Speed und Steroiden zu kommen und war kurz vorm Rage Quit. Ja, ich bin auch genau andersrum. Das einzige Spiel, was mich bisher zum Controller gezwungen hat, war Nier Automata. Mal zum Controller-Pock. Ja, ich meine, gut, ich muss auch sagen, ich bin auch mit Konsole groß geworden. Konsole und Handheld. Das waren halt so, bis ich 11, 12 war, meine einzigen Konsolen. Also einzigen Gaming-Sachen. Und dann auch eigentlich nur Nintendo. Ich hatte zwar eine PlayStation 1 und PlayStation 2, aber für die 2 hatte ich, glaube ich, nur einmal eine Memory Card, die irgendwann den Geist aufgegeben hat. Also hatte ich da quasi effektiv keine. Das ist auch der einzige Grund, weswegen ich Sonic Heroes nie durchgespielt habe. Oder Shadow the Hedgehog. Es sind auch noch 2 Sonic-Spiele, die ich eigentlich mal wirklich 100% nachholen müsste. Aber mittlerweile hoffe ich ja eher auf irgendwelche HD-Ports noch, zumindest. Ja, und dann hatte ich halt irgendwann angefangen, so mit 12 ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Da hatte ich dann das Internet quasi kennengelernt, so langsam. Und dann gab es halt was wie Spielaffe damals. Und dann habe ich irgendwann das Chaos entdeckt als MMO. Zu viel Geld rein investiert. Wobei geht, wobei, nee, doch. Das Problem in NASCAR war einfach immer nur, dass ich einfach immer 10 Euro nur gemacht habe. Also immer das kleinste Paket. Irgendwie einmal im Monat beim Taschengeld. Wenn ich heute überlege, heute bekommt man das Doppelte schon mittlerweile fürs Geld. Und wenn ich einmal für das größte Paket aufladen würde, würde ich wahrscheinlich ausgesorgt haben. Ich bin mit Windows XP aufgewachsen. Ich eigentlich mit 7. Hab aber noch auf einem Rechner gespielt gehabt damals beim Kumpel, da war Vista drauf. War da XP drauf? Nee, halt, warte mal, wir hatten einen ganz alten Rechner, da war Vista drauf. Da habe ich aber wenig gemacht und dann XP war, glaube ich, auf dem Rechner vom Kumpel drauf. Da lief dann halt auch Last Cars drauf und er hatte quasi seinen Laptop und wenn ich dann die Straße weiter war, zu Besuch da, dann haben wir halt zu zweit da gezockt. Und sonst eigentlich, also mein Main-System war Windows 7, von daher. Und dann sind Talk mit Controller etwas mehr, hat schon was. Ja, ist immer so, also, wenn du dich mal zurücklehnen willst, ist es ganz nett. Oder für bestimmte Sachen ist es wirklich einfacher. Ich hatte auch damals mal irgendwie L2, ich rede gerade übrigens und spiele weniger, weil ich mich jetzt eigentlich konzentrieren müsste mal auf irgendwie was hier. Schließen. Ja, Elsword. Das ist zwar auch so ein kombolastiges Spiel, was eventuell mit, vor allem 2D, ist eigentlich mit Maus-Tastatur gedacht und ist bestimmt auch ganz nett, so zu spielen, aber ich hätte halt lieber dann da auch Controllersteuerung. Und das war halt da sehr friemelig zu machen. So, wo will ich jetzt hin? Versunkenes Tal, Tiefen von. Achso, jetzt kann. Ja, gut, jetzt habe ich kein EP mehr. Jetzt kann ich gucken, was da für ein Gegner ist. Ich bin mit Kombi aus PC und Konsole aufgewachsen. Ja gut, ich sag mal so, also bis ich 11, 12 war, war es halt Konsole und Handheld und danach halt Mischung. Also gesehen, ja. So gesehen bin ich auch gemischt aufgewachsen. Aber PC kam halt relativ spät erst. Und Resultat ist, dass ich jetzt der Einzige quasi in der Familie bin,
Ach nee, so. Warum steht der jetzt hier? Warum ist so einer jetzt hier? Mann. Okay. Flasche. Und. Wo ist denn da? 9 Stück habe ich davon, okay. Der Trick ist, die Steuerung so Dark Souls ähnlich einzustellen wie möglich. Die einzige Steuerung, die ich mir einprägen kann. Ja, und da hat jetzt zum Beispiel Genshin hat das komplett bescheuert gemacht. In Genshin bestätigst du mit B und bestätigst, bestätigst mit B und brichst mit A ab. Also A und B genau vertauscht. So, dann hast du wiederum auf der Switch A und B vom Knopf auch wieder vertauscht. Das heißt, in Genshin bestätigen mit B, auf der Switch auch mit B bestätigen quasi und am PC mit A bestätigen und in jedem normalen Spiel. Das Problem ist, wenn ich jetzt Genshin auf A umstellen würde, also A und B tauschen würde, dann hätte ich da das Problem, dass ich durcheinander komme und dann wahrscheinlich aus Versehen die falschen Sachen bestätige. Also dementsprechend, ich versuche möglichst immer die Steuerung so zu lassen, wie sie gedacht ist. Wird schon einen Grund haben. Aber ja, grundsätzlich, so Souls-Steuerung ist schon eigentlich das Optimum, würde ich mal sagen. Sekiro habe ich angepasst, aber S&S fand ich gut von der Steuerung. Sekiro habe ich auch genauso gelassen, wie es war. Weil es war ja kein direktes Souls-like. Dementsprechend passt das halt. Irgendwie habt ihr gerade viel geschrieben. Was? Muscle Memory ist einfach nicht da bei mir. Ja gut, das ist definitiv... Ja gut, bei mir ist es eher ein Spam-Memory, aber naja. Vom Prinzip her ja. Also halt, warte mal. Die beiden Items habe ich, das habe ich. Maus bitte da hinten hin. Kann ich? Ja, ich kann angreifen. So, ich mag diese Typen nicht. Und ich kann auch kein... Ich kann auf dich keinen Drop-Attack... Aber kann ich doch einen Drop-Attack auf dich machen? Kann ich von oben auf dich runterfallen, wenn ich das ganz gezielt mache beim Affen da oben? Ich meine, im schlimmsten Fall nehme ich Fallschaden jetzt einfach. Da läuft irgendein komisches Insekt an meiner Wand lang. Das gefällt mir nicht. Genshin fand ich mega interessant. Hab's deswegen nie angerührt. Mich hat's an sich interessiert gehabt, weil es halt so ein bisschen was von Breath of the Wild hatte. Ich sag mal so. Ich find's ganz nett. Ich mag das Entdecken, ich mag das Open-World-mäßige. Die Story ist mehr oder minder interessant, aber sie ist ganz nett. Die Charaktere machen es halt relativ gut aus in manchen Fällen. Aber wenn ich damals gewusst hätte, dass das Spiel noch nicht fertig ist, also ich habe es dann irgendwann gedacht gehabt, kurz nachdem ich angefangen habe, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht angerührt, wenn ich es vorher gewusst hätte. Danke für den Follow, Malzer. Also hätte ich es vorher gewusst, auf was ich mich bei Genshin einlasse, dann hätte ich wahrscheinlich noch 3 Jahre gewartet oder 4 Jahre und würde das Spiel halt dann von Anfang bis Ende durchspielen, wenn es halt draußen ist. Aber so wie es jetzt halt momentan ist, ich will es jetzt nicht mehr aufhören zu spielen, weil ich jetzt schon so viel investiert habe quasi an Zeit. Manchmal ist es aber auch nervig, es allgemein zu spielen. Ich weiß nicht. Das gleiche ist halt mit Smite. Und Smite habe ich zumindest aufgehört, mir Skins zu kaufen. Das muss ich schon mal zugute dann sagen. Nee, oder? Ich krieg ihn nicht von hier oben, oder? Einmal so. Einmal so. Nein, ich krieg ihn so nicht. Hi. Du siehst du, sahst du vorher auch schon so aus? Halt, ich weiß genau, was du vorhast. Hi. Ah, ja. Nein, ich bin schon wieder zu blöd zum Ausweichen. Wobei, dein Meter geht schon wieder ganz gut hoch. Ich mag die Gegner nicht. Komm runter, meine Güte. Halt. Wo spawnt er? Laserstrahl auf Doom. Okay, das war Spukball oder Hyperstrahl. Könntest du aufhören, dich despawnen zu lassen? Aua, aua. Oh, hab dich gefunden. Ey, komm, ich bin gerannt. Du kannst mich da nicht getroffen haben. Oh Gott, er macht das auch im Nahkampf. Ich müsste mal ganz kurz das machen. Igitt, ich habe kein Divine-Zeugs mehr drauf.
Es ist jetzt blöd. Ich will jetzt eigentlich nicht für eine Phase, die ich schon angefangen habe, noch, dass die beiden Konfetti nutzen. Komm, friss. Ja, ja. So. Wo bist du? Geradeaus laufen? Okay. Einmal bitte das Ding loswerden. Und? Ja, ja, komm. Du brauchst nur noch zwei, drei Schläge. Nein, nein, nein. Du haust jetzt für die 2 mm noch ab. Dein Scheiß Ernst? Rennen, 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 rennen. Nein, 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 nein. Vergiss es. Au, 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 au. Du gehst jetzt drauf. Ring des Unzufriedenen. Okay, ich wollte eigentlich immer eine Perle haben, aber egal. Schnellsteuerung ist auch meistens schlau gemacht, aber ich habe 20 Stunden lang alle Tasten verwechselt. Das Sekiro, wo es in die Stamina gibt, nicht so liegt, finde ich ja komisch. Ja, die Stamina bringt mir halt nichts, wenn Ausweichen sich nicht lohnt. Die richtige Stamina-Leiste ist halt hier die Ausdauer, die Haltungsleiste. Hier will ich dein Leben abziehen. Bist du dir sicher, Moeli? Bin mir sicher. Ja, ich habe irgendwie schon mal rausgehört, also jetzt habe ich vergessen zu lesen. Ich habe schon mal rausgehört, dass man bei solchen Gestalten, also bei diesen Geisterdingern, kein Leben vorher abziehen kann. Aber ich sag mal so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja. Wenn die Arena nicht komplett in Dunkelheit gehüllt ist, dann ist es auch relativ einfach, gegen die zu kämpfen irgendwie. Aber okay. Fürs Bildhauers. Zack. Rasten. Ich glaube, Benny hat schon mal hinbekommen, einen von denen zu cheesen. Das bin mir da nicht so sicher. Warum erinnert mich Oni so hart an mich, wenn ich in dem Spiel einen Adrenalinkick auf Doom habe? Das ist Paniken irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich sehe, der hat nur noch 1 mm HP, dann setzt bei mir alles aus, nicht so, schnell, hinter, irgendwie beenden, Hauptsache ich hab's weg. Das ist Standard. Weil bevor ich jetzt irgendwie noch 5-mal draufgehe bei dem danach... Das Witzige ist auch, der erste Versuch bei einem Boss ist bei mir immer der beste. Weil ich da noch vorsichtig spiele und gucke, was er macht. Und beim zweiten Mal, wenn ich weiß, aha, jetzt macht er sowas, ist ja gar nicht so schwer, dann gehe ich voll Apeshit drauf los. Und ja, das bringt irgendwie nicht viel. So, Moment. Wo ist denn jetzt das Item? Moment, wo ist das Item jetzt, was ich gerade bekommen habe? Was habe ich überhaupt bekommen? Irgendein Ring. Ist doch bestimmt hier irgendwo, oder? Wichtige Items. Ring, Ring, Ring. Maskenfragment. Köder. Brustlockenamulett. Bla, bla, bla. Hä? Ach, das ist hier. Das ist ein Verbesserungsmaterial. Was? Ein alter Ring für zarte Finger. Passt mir also schon mal nicht. Da ist zu viel Fett. Eisvogel wurde eingraviert. Damit wird das Flötensignal-Prothesenmodul verbessert. Ach so. Diesen Ring beim Blasen des Flötensignals zu tragen, erzeugt eine traurige Melodie. Einsamkeit und Schönheit einer weinenden Stimme sind vielleicht trübsinnig genug, eine zornige Stimme verstummen zu lassen. Einsamkeit und Schönheit. Okay, eine zornige Stimme kann man mit dem... Mhm. Wenn irgendwer im Rampage-Mode ist, dann kann ich ihn mit dem Flötensignal und dem Ring zufriedenstellen, beruhigen. Aufwertung für den Finger. Ja. Habe ich auch rausgelesen. Also das war jetzt eindeutig, dass es ein Finger-Upgrade ist, aber nutze ich halt irgendwie nie. Das ist halt auch das Problem. Ich suche mir halt irgendwie dann die Sachen raus, die als... Ah ja, die gab es ja auch noch hier. Ja, nö, 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 nö. Für euch habe ich keinen Bock. Moment. Ich bin auch nur auf der Suche nach Wasserflächen, wo ich tauchen kann. So. Weil ich bin eigentlich bin ich auf Karpfensuche. Reisen, so. Tiefen von der China. Ja, Mibu-Dorf kann ich definitiv tauchen gehen. Dann gehe ich da jetzt hin. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe dann halt Items, die nutze ich halt immer und dann ändere ich das auch meist gar nicht. Das einzige Spiel, wo ich es geändert habe, war, glaube ich, Dark Souls 2.
Aber da war es auch gegen Ende relativ einfach möglich, Waffen zu wechseln. Aber ansonsten, die Waffe, die ich zu Anfang des Spiels bekomme, die nutze ich dann auch meistens. So blöd das irgendwie klingt. Ich meine, in der Bloodborne bin ich dann auch mit der Axt rumgerannt, die ganze Zeit. Bis zum. Ich glaube, habe ich den letzten Boss, habe ich. Orphan of Kos, hieß das Ding so? Habe ich das auch mit der Dinge zurück gemacht? Ich weiß es gar nicht. So, hier sind auch solche. Aha, da unten ist irgendwas und da oben ist auch wieder was. Geh weg. Zumindest sind die Fische One-Shot. So. Wow. Kommst denn du her? Dass sie nichts droppen, ist irgendwie schade. So irgendwie Fisch hätten sie ruhig droppen können, damit man ihn essen könnte zum Reis. Ja, Junge, chill. Hör auf, so schnell zu sein. Könntest du einfach mal kurz still stehen bleiben? Also, wie nennt man das bei Fischen, wenn sie stehen bleiben sollen? Also irgendwie, weil stehen, sie stehen ja eigentlich nicht. Was? Okay. Rote Karpfenaugen. Ich wollte gerade sagen, das war irgendwie so rotaugenmäßig irgendwas. Oh nee, schade, dass die Fische keinen Fisch droppen. Ist doch so. Ein Karpfen, der im Teich im Dorf Mibu lebte. Er hat zwei rote Augen. Karpfen mit ausschließlich roten Augen können keine Meister werden. Es. Okay, warte, ich habe doch den Köder gefunden. Gibt es irgendwo einen Fischboss? Ich komme echt noch irgendwo im Garados. Ein Garados oder ein riesiges Carpador. Man kommt durch Tauchen auch zu mehreren Kopflosen, wenn man den denn zu ihnen will. Einen habe ich schon gefunden unter Wasser. Ich habe jetzt quasi zwei Kopflose. Wenn die Kopflosen quasi Inkarnat, also die komischen Konfekttypen sind, dann müsste es ja ungefähr vier Stück geben, glaube ich. Es gibt, glaube ich, vier Konfekte oder fünf. Also müsste es vier oder fünf Kopflose geben. Drei habe ich jetzt also gefunden. Einen habe ich gemacht, nee, zwei habe ich gemacht, einen weiß ich, wo er ist. Auch wenn sie als unvollständige Wesen mit zu wenig Schuppen gelten, sollen ihre Augen unvergänglich sein. Der Forscher Dullion im verlassenen Verlies benutzt diese Augen, um sein Verfahren zu verbessern. Ach. Also brauche ich diese roten Karpfenaugen wirklich nur für die Questreihe von dem Chirurgen, wenn ich seine Questreihe gemacht hätte. Also ich weiß mittlerweile, dass ich seine Questreihe nicht mehr machen kann, weil ich die beiden Personen, die ich hätte gebraucht, schon benutzt habe. Aber okay, gut zu wissen. Meine Nase kitzelt. Das ist nervig. Verlassen, verließ, bla bla, Augen sind befahren. Ja, okay. Weiter. Ich will aber eigentlich Karpfenschuppen haben. Ich will keine Augen, ich will Schuppen. Was ist da denn? Ohne Kiste. Gebetsperle, ein los Gebetsperle. Okay, das ist schon die zweite Gebetsperle, die ich durch Tauchen bekomme. Nett. Auch wenn die Gebetsperlen, die man finden kann, immer nur irgendwie als Ersatz für die Leute dienen, die keine gedroppt haben, finde ich. So, okay. 5 für 6 Kopflose, denn 2 Kopflose könnte man auch als einen sehen. Könnte man? Okay. Dann bin ich zu wenig in der Lore drinne. Was ist das hier auf dem Boden? Das Fischleichnam-Dinger oder egal. Alter ist noch ein Item. Leichter Geldbeutel, yay. Und wieder Geldreserven. Wo bin ich jetzt eigentlich? Auftauchen? Ah, hier bin ich. Okay, so groß ist das Dorf jetzt auch nicht unter Wasser. Es wirkt von oben immer irgendwie größer als von unten. Aber ich kann trotzdem jetzt nicht wie Link oder Carpador den Wasserfall hochschwimmen, oder? Nein, das wäre auch, glaube ich, zu viel gewesen. So. Ja gut, beim Hirata-Anwesen ist halt relativ viel Wasser noch. Komm ich hier so hoch? Nope. Zack. Ich glaube, ich muss echt gleich mal kurz irgendwie was zum. Ich glaube, ich muss echt gleich mal irgendwie Dingen suchen. Irgendwas Taschentuchmäßiges. Durch die Wärme ist das Ganze auch nicht gerade besser.
Achso, Rassen, Moment. Das war jetzt knapp. Kann man nur maximal 999 von den Dingern im Lager haben? Kann das sein? Ich skille zu wenig. Also, ja gut, ich wollte hier weitermachen. Da geht es wieder runter zum See. Dann abtauchen. Hier war doch bestimmt irgendwas, oder? Falscher Knopf, aber egal, ich hab dich. Schatzkarpfenschuppe. Yay. Boah. Aber die Luft steht schon wieder im Zimmer. Moment. Achso, nee. Das ist einfach nur in der Strömung. Okay. Hier ist die Brücke. Okay. Da oben ist der kleine Samurai. Da oben ist nur die Dingens gewesen. Gut, dann bin ich auch fertig mit Karpfen. Wir gassen hier nur 99 im Lager, alles andere auch mehr. Okay. Naja, ich sag mal so, dann weiß ich zumindest, dass ich jetzt auch spammen kann. Also ich kann die jetzt auch einfach mal nutzen. Aber okay. Ich nutze halt sowas relativ selten, außer wenn ich es wirklich muss. Weiß nicht. Bin irgendwie so nutzfaul und geizig. Rasten. Amy, könntest du ein bisschen leiser atmen? Das wäre ganz nett. So wichtige Orte. Da dürfte kein Wasser mehr sein. Da war ich eigentlich auch. Da war ich auch eigentlich komplett. So. Da war auch nur das eine Wasserloch. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Da war ich auch jetzt gerade. Da war ich. Ja, hier gab es eigentlich gar kein Wasser. Doch, gab schon, aber da war nichts. Doch, zwei Karpfen waren da. Tiefen von Ashina. Gut, da geht's weiter. Aber ansonsten Wasser ist da nichts. Sehr gut, dann Hirata Anwesen. Weg zum Anwesen. Ja, das ist. Es ist einfach zu warm. Weiß nicht, mein ganzes Hemd ist einfach. Es ist nicht nass, aber es ist, keine Ahnung, es ist feucht. Versunkenes Tal könnte noch Wasser sein. Könnte noch. Aber wo denn? Moment. Reisen. Verlassenes, nee. Versunkenes Tal. Da war ja eigentlich nichts in den Klippen. Achso, versunkenes Tal, versunkenes Tal. Das war jetzt ein Mini-Spoiler, aber es war auch ein praktischer Tipp. Okay, das heißt, hier gibt es auch noch einen. Okay, gut. Nein, ich habe da noch keinen Kopflosen gefunden. Dann merke ich mir, dass ich mich da auch nochmal umgucken kann. Okay, gut. Muss ich mir merken. Hier ist auch noch beim verborgenen Wald ist auch noch ein Kopfloser. Das wäre dann mein dritter, den ich eigentlich auf dem Radar habe. Dann der vierte ist dann hier. Ja gut, und den Rest mal gucken. Gut, ich gehe jetzt hier gleich das Wasser abtauchen, aber ich gehe eben ganz kurz auf K. Eben durch die Toilette und lass die Katze auch mal raus, weil die liegt übrigens schon die ganze Zeit vor der Tür. Und hoffe, dass ich irgendwas Taschentuch-ähnliches finde. Bis gleich.